Guten Abend. Wir haben es geschafft, alle Mitspielende zu finden und in ihre kleinen quadratischen Kästchen zu werfen, damit sie dort festsitzen für den Rest des Abends und mit uns Rime of the Frostmaiden spielen. Also unsere entspannte kleine D&D-Runde. Und ich hoffe zumindest, dass alle freiwillig hier sind. Also ich habe sie nicht gezwungen, auch wenn das jetzt vielleicht so klang in dem Sinne. Nico, wie hoch ist der Grad der Freiwilligkeit? 51%. Danke. Das ist immerhin auf der richtigen Seite. Ivi, wie schaut es bei dir aus? Habe das nicht verstanden. Aber Wie hoch ist der Grad der das ist nicht schlimm. Freiwilligkeit? Also Mein, freiwillig ist ein Konzept, das mit, egal. ja, Ich ja. wollte Ich eigentlich bin nur nicht sagen, ich hoffe, ihr seid freiwillig freiwillig hier. hier. Ich werde immer gezwungen. Hätte ich das jetzt nicht sagen dürfen? Nein, Verdammt. eigentlich nicht. Nein. Eigentlich wollten wir Okay, das ich bin geheim halten, aber. freiwillig hier und ja. Und ich brauche keine Hilfe. David, rette diese Situation. Ich bin zu 78% freiwillig da, was ein bisschen weniger ist als sonst, weil ich im Moment A. Urlaub habe und B. in diesem Urlaub Wendigos Wahrheit zu Ende schreibe und heute wunderbare knapp 30.000 Zeichen geschrieben habe. Und es mir gerade echt ein bisschen leid getan hat, dass ich jetzt aufhören muss und hier spiele, weil das gerade so schön im Flow war, aber deswegen nur 78%. Jetzt sind wir schuld, wenn sich Shadowrun-Bücher verzögern. Auf gar keinen Fall verzögert sich das. Ich Oder werde abgehackt alle. lesen. So, Tigger, hörst du das? Ich werde alle Deadlines einhalten. Alle. Es Der gibt schaut doch überhaupt hier gar nicht keinen zu. Grund. Den kennst du aber schlecht, wenn du glaubst, dass ich freiwillig unsere Streams anschaut. Es besteht Jan, überhaupt hallo kein Jan, Grund, schön, dass du da irgendjemand, bist. insbesondere Trolle, hier vorbeizuschicken, um mich dazu zu bringen, schneller zu schreiben. Ich finde 30.000 Zeichen schon ziemlich krass für einen Tag. Ja, Aber hallo jo, Jan. bin definitiv 100% freiwillig hier. Mindestens. Ja. Okay, unsere kleine Gruppe von Helden, die im Eiswindtal unterwegs sind, wo seit 2 Jahren die Sonne nicht mehr aufgeht, haben zuletzt einen weißen Monsterhirsch erschlagen und danach auch die Druidin, die ihm Intelligenz verliehen hat, wobei das beinahe Yara, der Jägerin von Ivy, das Leben gekostet hat, weil die Druidin einen Eissturm auf alle heraufbeschworen hat oder auf sie herabbeschworen hat. Ja, habe zudem ein neues Gruppenmitglied einfach mit und mehr oder weniger Geschangenheit, nämlich den erwachten Busch, den Bärenbusch, den die Druidin auch dabei hatte, weil nichts, was nicht bei der auf einem Baum ist und der Busch schafft das nicht, vor eurem Versuchen sicher ist, in irgendeiner Form mitgenommen zu werden und möglicherweise in einem Haus voll mit Kobolden untergebracht zu werden. Aktuell besteht tatsächlich nur noch die Frage, was genau macht der Spiegel, der in dieser alten elfischen Grabanlage angebracht ist? Und was hat es mit den 5 Stelen und dem Sarg und der Feuerschale zu tun, die draußen auf der Anlage stehen? Das sind 5 Stelen mit einer Feder, einem Zweig, einem Tannenzapfen, einer Hand Einer Flamme und Feuer, ja. und einer Flamme ringsum ein Sarkophag und daneben ist neben dem Hügel, in den das Ganze reingebaut ist, ist eine Und Feuerschale. ich erinnere mich noch gut daran, dass ich vorgeschlagen habe, noch einfach diese 4 Dinge jetzt in der Feuerschale zu verbrennen. Und dann haben mich alle ignoriert und ausgelacht. Deswegen werde ich einfach losziehen und diese Dinge jetzt aus dem Umkreis sammeln und sie da reinwerfen und anzünden, egal was ihr macht. Okay. Auch Hände liegen hier rum. Naja, wir haben Das eine könnte allerdings Leiche. auffällig werden. Das geht schon. Das wird euch schon auffallen, ja, wenn ihr weiter vor dem Spiegel rumsteht. Gut. Also, dann hinein in die Situation. Ihr seid irgendwie alle wild in der Grabanlage verteilt, wo ihr die Druiden umgebracht habt. Draußen hat das Eisbärenkind, das ebenfalls erwachte, das ihr damit beauftragt habt, dem Elch den Kopf abgebissen, sodass ihr ihn mitnehmen könnt, wenn ihr wollt. Und gerade wird, glaube ich, einfach noch ein bisschen durch alle möglichen Sachen gewühlt und Dinge genauer angeschaut. Wer beschäftigt sich denn mit was? Ich habe, glaube ich, gerade den guten Relka zu mir gerufen, weil ich etwas verwundert vor diesem Spiegel stehe. Und Relka hat anhand eines Zaubers, den er gewirkt hat, eigentlich in einem anderen Raum, aber der hat ja ein bisschen angehalten, entdeckt, dass dieser Spiegel magisch ist und ein gewisses Interesse geweckt wurde bei ihm, wie auch immer. Bringt den Satz logisch zu Ende. Nee, schon 30.000 Zeichen, da sind nicht mehr so viel übrig geblieben fürs Nein. Ich weiß ja auch noch nicht, in welcher Reihenfolge die Zeichen sind. Genau, das stimmt. Ja, Reka ist
definitiv interessierter als vorher an diesem Spiegel. Nun bringt man einen Spiegel am Ende eines Ganges ja nicht so mir nichts, dir nichts an. Gleichzeitig haben wir schon gelernt, dass das Mondlicht scheinen muss auf irgendwas. Und insofern wird es auch dafür, gehe ich mal davon aus, irgendeinen Reflexionspunkt geben oder einen Punkt, wo das Licht gebrochen wird, je nach Mond, wo man das Licht auf den Spiegel lenken kann. Ich habe das schon mit dem Psi-Stein getan, sage also Arthur, er möge sich doch da irgendwie vor dem Spiegel versammeln und gucken, ob irgendetwas passiert, wenn ich jetzt gleich den Psi-Stein anwerfe. Und dann gehe ich wieder raus. Und meinst du, ist es gefährlich, Relka? Nein, nein, also nicht für mich. Ah. Ich gehe 2 Schritte zurück, behalte aber den Spiegel im Auge. Also den Spiegel, schau halt drauf, irgendwas wird passieren. Im Zweifelsfall ist natürlich die Frage, muss man da irgendwie zu magischen Gegenständen, muss man da eigentlich attuned sein in irgendeiner Form? Also um sich zu den meisten, ja. Zu deinem Psi-Stein bist du zum Beispiel eingestimmt. Und genau. Du hast das Gefühl, dass das bei diesem Spiegel ebenfalls der Fall sein könnte. Dann nützt es nichts, wenn du einfach davor stehst. Dann. Arthur, komm nochmal her. Also, wenn du dich wirklich darauf konzentrierst, dann versuche ich ihm zu erklären, wie er sich da tunen kann, damit er mit dem Spiegel irgendetwas anfängt. Ah, du willst mir sagen, wir müssen eine gemeinsame Melodie haben? Genau. Wenn ihr im gleichen Dings klingt und schallt und hin und her, dann ja. Das bekomme ich, glaube ich, hin. Ausgezeichnet. Ich stelle mich an den Spiegel, lege meine Hand darauf und lausche. Und wenn mir eine Melodie in den Sinn kommt, dann summe ich sie vor mich hin. Gut, und draußen wirft Relka wieder das Licht seines Psi-Kristalls durch das kristallene Gnomon der Monduhr und ich nehme dann an auf den Vollmond, weil der Rahmen des Spiegels mit Vollmondsymbol versehen war. Dann wird auf einmal das Glas und Metall des Spiegels vor Arthur milchig weiß und schimmert dann wie Perlmutt. Und dann versucht es leise, verschiedene Bilder dir entgegenzubringen, fast so wie ein Tasten gegen deinen Geist, ein freundliches und fast wie eine Frage. Was willst du sehen? Was willst du sehen? Die Göttin des Eises. Du siehst eine dunkle Halle, in der eine gebückte Gestalt geht. Für einen Moment denkst du, sie trägt einen langen, zotteligen Mantel, der aus Pelzen zusammengesetzt ist, unter der breite, aber hängende Schultern einen schweren und mühseligen Gang begleiten, in den Vorn und zurück wanken. Und dann wird dir klar, nein, diese Gestalt hat schlicht und einfach einen langen, grau-weißen, dichten Pelz. Und dann hält sie inne. Und dreht langsam den Kopf über ihre Schulter in deine Richtung und weit über die Schulter herum, auf eine Art und Weise, die den meisten Wesen nicht zu eigen sein sollte. Und große goldene Eulenaugen starren dich an, umkränzt von weißem Gefieder und gekrönt von 2 Geweihen, die an einen Elch oder einen großen, mächtigen Hirsch erinnern. Und als der Schnabel sich öffnet, gibt es ein leises Kirren und der Spiegel wird wieder grau. Oh. Be careful what you wish for. Relka? Ja, hat's funktioniert. Kannst du das nochmal machen? Was kann denn der Spiegel? Er hat mich gefragt, was ich sehen will und ich glaube, ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Und das war? Ich komme tatsächlich zu ihm, um etwas leiser zu sprechen. Ich wollte die Göttin des Eises sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie gesehen habe. Ich habe, ich glaube, eine große schwarze Halle gesehen und eine alte Eulenbären. Hat mich das an einen Eulenbär erinnert? Eher an einen Eulenwolf mit Hörnern. Übrigens können Yara und
Terik das gerne mitbekommen. Ja, dürfen sie beide. Also ich wollte jetzt nur nicht durch die Gegend schreien, nicht flüstern. Tja, das klingt nicht sehr göttlich für dich, Jan. Also bei der Eins. Eine alte bescheuert. Eulenbärin, die eher wie ein Wolf aussah mit Hörnern. Und ich glaube, ja, sie hat mich auch gesehen. Das mit der Göttin zu tun, das verstehe ich nicht. Das muss, da müsst ihr was nicht richtig benutzt haben, offenbar. Na gut, ihr seid Laie, das kann passieren. Vielleicht versucht ihr mal, wenn es wirklich... Moment. Terik, Ivi, habt ihr schon mal von so etwas gehört? Ivi. Yara natürlich. Das ist, wenn das Method Acting zu stark wird und Charakter und Figur zu sehr verschmelzen. Terik, brauchst du die Hand noch? Ich wollte gerade sagen, ich denke, ich bin nicht da. Im Hintergrund laufe ich vielleicht höchstens mal durchs Bild. Gehe in den Raum mit der Leiche, dann hört ihr lautes Gegrunze. Dann komme ich wieder raus, rede mit einem der Raubtiere, die noch da sind, für sie rein, dann hört ihr Schmatzengeräusche, dann komme ich mit einer Hand irgendwann wieder raus und dann kannst du mich gerne fragen. Ne? Was für eine Hand? Diese Hand? Ach, du hast das schon erledigt. Okay, gut. Terik, Yara, kennt ihr eine Gestalt, die in einer großen schwarzen Halle lebt, ein wenig aussieht wie eine Eulenbärin, nur mit einem Wolfspelz vielleicht und Hörnern, also solchen Hörnern? Eine ältere Frau, glaube ich. Und ich wollte die Göttin des Eises sehen. Und habe sie gesehen. Also sie hatte ein Eulengesicht, die ältere Frau. Ein Eulengesicht hatte sie. Vielleicht sah sie auch eher aus wie ein Eulenwolfsmensch. Ich kann das ein bisschen aufzeichnen. Wissen wir das denn, Maggie, dass das eine Erscheinungsform von Augil sein könnte, die er gesehen hat? Das ist relativ naheliegend. Also ihr zwei braucht, glaube ich, keinen Wurf darauf abzulegen, dass das eine von den Formen ist, von denen man sagt, in denen das Auriel mit diesem Aussehen die Welt bereist, als eine Mischform aus Mensch, Wolf, Eule und verschiedensten gehörnten Tieren, je nachdem ein Elch oder eine Bergziege oder etwas Ähnliches. Alles Wesenheiten, die halt im ewigen Frost vorkommen. Ivi, du bist stumm. Yara ist stumm. Du verwechselst sie schon wieder. Das eine bedingt das andere, glaube ich. Bin ich immer noch stumm? Nein. Nein. Ich wollte sagen, es ist gut möglich, dass du sie gesehen hast. Sie kann so aussehen, wenn sie das möchte. Alten Legenden nach. Aber wer weiß, das ist ein Spiegel in einer alten elfischen Ruine. Hast du das gehört, Relka? Vielleicht habe ich einen Blick auf Auriel geworfen und sie einen Blick auf mich. Das wäre möglicherweise etwas, was wir das nächste Mal besser absprechen sollten, wenn du Göttinnen beobachten möchtest. Denn oft schauen die zurück und wer weiß, ob sie jetzt auch weiß, wo wir sind oder uns gesehen hat. Also, aber nur um das nochmal zu klären, ob das kein Trugbild war. Ich mache das jetzt nochmal und du schaust in unser Haus mit den Kobolden hinein. Denn die kann sich ja nun wirklich keiner ausgedacht haben vorher. Gut. Ich gehe wieder in den Spiegel. Du wirst wieder das Licht drauf. Das milchige Licht flackert jetzt regelrecht und du hast ein paar blinde Stellen in dem Spiegel, so als habe er eine Beschädigung oder irgendwie einen Schlag abbekommen. Fast aber, als du dich dann konzentrierst auf die Kobolde, siehst du tatsächlich mehrere von euren Spezialisten, inklusive Skorp, die gerade unten vor dem großen Feuerplatz in dem Haus, das ihr ihnen überlassen habt, stehen und Socken aufhängen. Irgendjemand hat in den Blumentopf gekackt. Ich wusste es. Skorp, hörst du mich? Skorp ist weiterhin damit beschäftigt, einen von denen auszuschimpfen. Offensichtlich denjenigen, der in den Blumentopf gemacht hat. Während du im Hintergrund einen jüngeren Kobold siehst, der genüsslich an einer Socke knabbert. Und einzelne Fäden mit seinen Zähnen rauszieht. Hörst du mich? Skorp wirft seine Arme gen Himmel, schreit stumm in die Luft, offensichtlich frustriert im Gespräch mit seinen Mitkobolden, dreht sich um und marschiert weg. Dein Blick begleitet ihn, wie er rausläuft in den Schnee und dort schlecht gelaunt und vor sich hin schimpfend, auch wenn du nichts hören kannst, Schnee in die Schneewehen tritt und mit Schneebällen um sich wirft. Ja, wir können sehen, aber sie sehen uns nicht und hören tun sie uns auch nicht. Und gehört haben wir sie auch nicht, korrekt? Also zumindest, wenn, dann hat Skorp dich ignoriert. Sehr konzentriert. Gut, haben wir sie denn gehört? Nein. Nein. Okay. Muss man machen dafür, Arthur? Nun,
Du musst deine Hand auf den Spiegel legen und die Melodie summen, die dir kommt. Du musst eine Melodie mit dem Spiegel finden, sozusagen. Und es hat ja eine magische Disziplin, die verschiedene Formen vornehmen kann. Ich bin sicher, auch Yara wird einen Weg finden, sich diesem Gegenstand einzuschwingen. Können wir das nochmal machen mit dem Licht? Natürlich. Währenddessen hat Terik. Entschuldigung. Du leuchtest noch einmal. Schön, dass du zu einer Lichtquelle verkommen bist. Währenddessen hat Terik all die Gegenstände zusammen und kann sie. Du wolltest sie in der Feuerschale verbrennen oder wolltest du sie beim Sack verbrennen? Du bist stumm. Du bist stumm. Ich falsch verstanden und war stumm. ich dachte, die Feuerschale ist nur ein paar Schritte von dem Sarkophag weg. Ja, also der Sarkophag ist hier oben auf dem Hügel. Da sind ja, die Säulen mit den Symbolen und hier ist die Feuerschale. In einem Gazebo. Zur Not, ja, das ist natürlich bedrohlich. Zur Not habe ich ja zwei Hände, also die ich da ernten kann von der Druidin. Deswegen probiere ich beides. Ich fange mit der Feuerschale an, weil das naheliegender ist. Mhm. Du wirst die Sachen rein, dann noch vielleicht ein bisschen Teig drüber, das Ganze anzünden und relativ schnell gibt es ein prasselndes Feuerchen, wobei vor allen Dingen der Tannenzapfen, den du bei den Bäumen ringsum dir rausgegraben hast, ein fröhliches Knacken und Knistern von sich gibt, als er Stück für Stück von den Flammen verzehrt wird. Und aus Richtung des Sarkophags hörst du ein leises Tschunk. Oh. Bevor ich da hochgehe, rufe ich die anderen. Also ich gehe wieder in die Höhle. Mhm. Die stehen da vor dem Spiegel. Ich nicht, ich stehe draußen und mache mit. Ich draußen, vor dem Eingang steht Relka in seiner Hand, ja, den vielleicht pinken Psi-Stein und leuchtet. Bedrohen und anschreien, das ist vielleicht eher deine Art, mit etwas Kontakt aufzunehmen, weißt du? Yara? Ja. Oh, Entschuldigung. Was hast du gesagt? Vielleicht kannst du den Spiegel bedrohen und anschreien. Das ist vielleicht eher deine Art, mit etwas Kontakt aufzunehmen. Oder so eine Art gemeinsame Schimpfworte finden. Wie bitte? Ich könnte ihn auch einfach anschweigen. Das ginge auch, aber das ist er wahrscheinlich gewöhnt. Wir werden sehen. Tatsächlich musst du feststellen, dass wenn du die Finger auf den Rahmen legst, nichts weiter passiert. Offensichtlich hat Arthur dir die Aufmerksamkeit dieses Artefakts bereits weggeschnappt. Wie, es passiert nichts? Gar nichts? Ich klopf mal dran. Der bleibt, also er hat so ein silbrig-fahles Schimmern, aber es bilden sich keine Bilder heraus. Ah. Hey, Spiegel. Ja, das, ich Idiot, natürlich, das geht nicht. Solange Arthur damit eingeschwungen ist, hört der Spiegel auf ihn. Sonst müsste er damit aufhören und müsste den Spiegel freigeben, damit du ihn benutzen kannst. Aber jetzt mal ehrlich, ich schätze euer magisch-wissenschaftliches Interesse, aber wir haben doch festgestellt, dass der Spiegel kann. Er vermag uns, Orte zu zeigen. Gut. Dann sollten wir uns vielleicht die Hütte angucken, zu der wir hinwollen. In der Tat. In dem Moment kommt Terik rein, beziehungsweise an Relka vorbeigelaufen in den Grabanlage. Ja, wenn ich sehe, dass Relka draußen steht, rufe ich erst ihm zu. Ne? Ich glaube, der Sarg ist auf. Was? Welcher? Der Sarg, ich habe den Sarg, glaube ich, aufgemacht. Und damit kletter ich wieder den Hügel hoch. Du musst doch wissen, ob du ihn geöffnet hast. Ich meine, ich hab gehört, dass er aufging. Weil was passiert ist? Ich kletter den Hügel hoch und murmel irgendwas in meinen Bart. Ich glaube, Terik hat irgendeinen Unsinn gemacht. Arthur, ja, besser. Ich rufe die anderen und gehe Richtung des Sarkophags. Ich folge Yara, wenn sie geht. Yara starrt noch einen Moment auf diesen Spiegel, etwas konsterniert. Anscheinend ist da etwas, was sie wirklich gerne gesehen hätte. Und dann trabt sie nach draußen in Richtung Terik. Und Terik kann ausmachen, dass tatsächlich der Sarkophagdeckel ein ganz kleines bisschen verschoben ist. Dann würde ich meinen Hammer ziehen und mich dem nähern. Der Sarkophag reagiert nicht auf deine Annäherung.
Hast du gerade schon den Sarkophag gewürfelt? Nein, habe ich nicht. Ich habe das einfach so bestimmt. Es gibt keine Zufallstabelle dafür. Okay, wo ist eigentlich mein Token hin? Ah, hier. Oh, gut. Ja, dann schaue ich mal, ob da eine Lücke entstanden ist, wo ich meinen Hammer reinschieben kann. Da ist jetzt tatsächlich eine schwarze Linie, beziehungsweise ein Riss, der einmal ringsum führt, die vorher auf jeden Fall nicht da war, als ihr euch damit beschäftigt habt, wo du die Spitze auf der einen Seite des Hammers ein bisschen reinführen und dann hebeln kannst, worauf der Sargdeckel ein Knirschen von sich gibt und tatsächlich sich ein bisschen bewegt und anfängt langsam runterzurutschen von der ganzen Konstruktion. Ja, halt mir mal. Ja. Ist es sinnvoll, diese alten Elfensärge hier dauernd aufzumachen? Ich meine, die Leute sind ja nicht umsonst begraben worden. Bei den anderen Särgen war es in Ordnung, aber wenn ich einen aufmache, ist es ein Problem, oder was? Nein, auch bei den anderen Särgen war ich schon dagegen. Echt? Ja. Dann ist es jetzt auch egal. Der war doch schon offen. Ja, der war schon offen. Hm. Wer hat eigentlich die Feuerschale angezündet? Das war Terik. War ich, ja. Und das mit uns abzusprechen, ist dir nicht in den Sinn gekommen vorher? Ja, ich war ja mit dem Spiegel beschäftigt. Außerdem habe ich vor ein paar Minuten erwähnt und das habt ihr überhört. Also, wollt ihr nicht wissen, was in dem Sarg ist? Ach. Los. Also, stemmst du dich dagegen und machst das Ding auf oder lässt du den Deckel drauf liegen? Ich will das schon wissen, aber vielleicht nicht als Erster. Kann man den Deckel, also ich weiß nicht, muss man den aufklappen oder muss man den zur Seite schieben? Weil sonst den muss man zur Seite schieben. Dann könnten wir an einer Seite schieben und an der anderen Seite ziehen und ihn vielleicht so mittig rotieren, damit der drauf liegen bleibt und wir ihn gegebenenfalls wieder zumachen können. Gut, das könnt ihr machen. Ja. Und ihr schiebt und in dem fahlen Zwielicht rings um euch herum, beziehungsweise vielleicht im Licht von ein, zwei Fackeln, mit denen ihr bewaffnet seid, macht ihr aus, dass darin eine zierliche Gestalt liegt, die Arme auf der Brust verschränkt, die in ziemlich zerfallenen und brüchigen, goldenen und weißen Stoff gekleidet ist, deren Haut bis zu den Fingerspitzen in sehr feine und durchscheinende Streifen auch von dieser Gaze eingewickelt ist. Und dann öffnet diese Gestalt die Augen und sagt, Dirilwind. Kann jemand von uns elfisch? Gleich bald. Ich glaube, das hatten wir schon festgestellt, dass keiner kann. Ah, Moment, ich kann das. Sie hat gesagt, ich grüße euch. Was hat sie gesagt, Yara? Ich grüße euch, hat sie gesagt. Ich grüße euch. Wir grüßen euch auch. Wir wollten nur mal schauen, wie es euch so geht. Ob noch alles klar ist bei euch. Soll ich das übersetzen? Nein. Sie richtet sich langsam auf, soweit ihr das möglich ist, und schaut sich mit gänzlich schwarzen Augen unter eingetrockneten Augenlidern um und sagt dann in der Gemeinsprache, ich grüße euch. Ich grüße euch auch. Ich verbeuge mich ein bisschen, weil mir der ganze Aufzug so scheint, als müsste man das tun. Ich tue es Arthur gleich, weil er bestimmt mehr Ahnung von sowas hat. Wir wecken euch in Zeiten höchster Gefahr. Seit Jahren schon schneit es und das Land sieht keinen Sommer mehr. Und wir hoffen, dass ihr uns helfen könnt, das Land zu schützen, wie ihr es einst tatet. Ich wüsste nicht, was ihr damit meint. Ja, möglicherweise ist einige Zeit vergangen und die Lieder und Sagen sind nicht sehr genau. Ich habe hier gelebt und war hier Priesterin, aber ich würde nicht von mir behaupten, dass ich die Welt beschützt habe. Erlaubt ihr mir aufzustehen, Herren und Meister? Ja. Untote. Dann steht sie langsam auf. Sie ist eine zierlich gebaute Elfe gewesen, die in ihrem Tod natürlich noch deutlich weiter eingeschrumpft ist. Und deren Kleidung, die eben aus feinen Gazestreifen und einer darüber liegenden, ziemlich zerschlissenen, bestickten Robe besteht, flattert im eisigen Wind.
Wenn sie unbekümmert dasteht und langsam den Kopf dreht, um einen nach dem anderen von euch anzuschauen. Arthur von Weither. Sehr erfreut. Sahna. Ja, Terek. Nehmen wir die auch mit? Wenn sie das will. Ich meine, es wird nicht so einfach sehen, der Stadt unterzubringen, vermutlich. Außer gibt es irgendeine Möglichkeit herauszufinden, was das ist? Also Untot ganz offenbar irgendwie. Kannst du auf Arcana würfeln. Ja. Ich meine, wenn wir sie ordentlich schminken und ihren tiefen Hut ins Gesicht ziehen. Ihr seid doch alle total irre. Ja. 16. Das ist eine Mumie. Das ist definitiv eine Mumie, eine bestimmte Art von Untoten, die für das Leben nach dem Tod aufwendig vorbereitet wurden. Und was weiß ich denn noch so über Mumien? Also ich habe in Erinnerung, dass Untote ganz unangenehme Nebeneigenschaften haben und so. Also deines Wissens nach sind die zum Beispiel in der Lage, Angst zu verbreiten. Mumien sind nicht die schlimmsten, was untote Kreaturen angeht. Da gibt es einiges, was deutlich unangenehmer ist. Und aktuell scheint diese hier nicht interessiert zu sein, euch anzuschreien, eure Seelen zu zerrütten, euch unglaubliche Angst in die Knochen zu gießen und danach eure Seelen zu fressen. Das kann aber ja noch kommen. Das ist ja noch nicht aller Tage Abend. Okay. Sahna, würdet ihr uns in euren Tempel begleiten? Ich deute auf das Innere der Anlage. Und könntet ihr uns vielleicht einige Fragen beantworten? Soweit es in meinen Fähigkeiten ist. Soweit ich tatsächlich das Wissen besitze, ja. Verzeiht mir, wenn ich euch nicht auf eine Frage antworte, die ich nicht beantworten kann. Oh, selbstverständlich. Und ganz nebenbei, kennt ihr einige alte Lieder? Selbstverständlich, hier im Tempel haben wir viele Lieder gesungen. Fantastisch. Dann winke ich die anderen mit nach drin. Die singende Mumie, ernsthaft? Damit wir da nicht in der Kälte stehen. Ja, wir werden ein größeres Haus brauchen. Ich bin nicht sicher, ob wir sie mitnehmen sollten, du. Also ich meine, ich weiß nicht viel über Untote, aber die meisten, über die ich mir was angelesen habe oder von denen ich gehört habe, die sind ganz arg unleidlich. Und die will man eigentlich nicht zu Hause haben. Vielleicht wäre es gut, wenn sie sich hier weiter um den Tempel kümmert, damit sie was zu tun hat. Ich habe schon eine Idee, wie wir das lösen, Yara. Wir können auch einfach sagen, du bleibst jetzt in dem Zimmer und du kommst nicht raus. Auch wenn die Goblins draußen Ärger machen oder jemand sie angreift, bleib in dem Zimmer. Greif nur die Person an, die in dein Zimmer kommt, wenn sie böse ist. Und so sagen wir es jeder Kreatur, die wir in unser Haus setzen. Ach so, du hast schon Pläne. Ja, ja. Wir müssen halt noch anbauen. Möglicherweise könnten wir Sahna nicht nur als Sklavin, glaube ich, sondern auch als Verbündete gewinnen. Vielleicht sollten wir mit untoten, widernatürlichen Kreaturen, die auf eigenartige Weise am Leben erhalten worden sind, überhaupt keine Bündnisse schließen. Es ist überhaupt nicht eigenartig, mischt sich Sahna leise, etwas zurückhaltend, aber bestimmt ein. Tatsächlich ist es ein heiliges und aufwendiges Ritual, das auf meinen Leichnam angewandt wurde. Ein heiliges Ritual welchen Gottes? Gute Frage. Sehr gute Frage. Elfische Göttin des Mondes. Eine andere als die normale Mondgöttin? Ich glaube, Selune macht keinen Sinn. Sehanin. Helft mir auf die Sprünge. In welcher Beziehung steht Sehanin zu einer gewissen Auril? Sahna. Ich weiß, sind keine. Warum sollte sie mit der Jungfrau des Winters etwas zu tun haben? Sehanin ist eine Göttin des Mondes und eine Widersacherin der Lolth. Das klingt doch gut. Kommt, die nehmen wir mit. Na gut, also wie viele Räume haben wir denn noch übrig so? Das sind alle Elfengötter, oder? So bauen wir halt an, aber sag mal. Vielleicht,
Haben wir noch unseren Keller frei? Ja, Keller, Sana, gut. Was würdest du tun, wenn wir dich hier in dieser Tempelanlage lassen und dich bitten würden, den Tempel weiterzuführen? Ich würde ihn pflegen. Ich würde den Schaden beheben. Und sie deutet auf die Stelle, wo jemand eine große Bresche in die Wand geschlagen hat, um die Tür zu umgehen, die von außen nicht geöffnet wurden. Das waren wir nicht. Wir waren das wirklich nicht, oder? Nein. Waren wir das? Wir waren das nicht, nein. Das war schon so. Ja. Und nehmen wir an, wir wollten ein wenig Gleichgewicht in dieses Land bringen und dafür sorgen, dass es wieder Sommer und Winter gibt. Wäre das etwas, was Sana unterstützen würde? Was du unterstützen würdest und deine Göttin, deren Namen ich gerade nicht parat habe. Sehanin ist eine sanfte Göttin, aber was mich angeht, so habe ich alle meine Ambitionen im Grab gelassen. Eine sanfte Göttin, so. Was ist euch denn lieber? Also würdet ihr gerne mit uns mitkommen oder würdet ihr lieber gerne hier beim Tempel bleiben? Ich empfinde keinerlei starken Drang in die eine oder die andere Richtung. Ja, dann. Darf ich mal eine intime Frage stellen? Natürlich. Seid ihr irgendwie verflucht worden, dass ihr jedem helfen müsst, der euch wieder erweckt? Oder habt ihr irgendwie, oder ist das so eine Art heiliger Eid, den ihr leistet, um Gutes zu tun? Ich habe mich bereit erklärt vor meinem Tod, dass mein Leichnam auf diese Art und Weise behandelt werden darf, um in Zeiten der Not Leuten, die zum Tempel kommen, beizustehen. Und Zeiten der Not haben wir ohne Zweifel. Ja. Wie könnt ihr uns denn beistehen? Das ist eine gute Frage. Ich kann euch vielleicht mit Wissen zur Seite stehen. In erster Linie war meine Aufgabe wohl dahingehend formuliert, als dass wir Leute hier Zuflucht suchen, ich sie ihnen gewähren kann. Also ich wäre dafür, sie hier zu lassen und ihre Aufgabe erledigen zu lassen. Was hilft uns das? Wir hätten vielleicht einen Zufluchtsort und jemanden, der eine Menge weiß. Das ist der Arsch der Welt hier. Also selbst für Icewind Dale ist das der Arsch der Welt. Wir kommen hier auch nicht jetzt jeden Tag vorbei. Nun ja, sollte uns... Ihr seid ja reingegangen, nicht wahr? Ja. Aus dem Wind. Dadurch stellt ihr fest, dass die Mumie tatsächlich einen angenehmen Geruch nach Gewürzen und Tee von sich gibt. Ja, wir könnten sie in den Abort stellen. Wind. Ich wollte gerade sagen, es ist wie ein Duftbaum. Ja. Wir haben diese mächtige Mumie weg. Wann schlief sie? Und was tut ihr damit? Wir haben sie in die Ecke gestellt. Riecht ganz lecker. Ihr riecht sehr gut. Mein Name ist Sana. Sana. Die magischen Tränke und die Chemikalien, in die mein Körper getaucht wurde, zur Vorbereitung auf das Leben nach dem Tod, dürften für diesen Geruch sorgen. Es freut mich, dass er nicht unangenehm für euren Sinn ist. Müsst ihr die irgendwie auffrischen oder hält das jetzt noch? Ich habe keine weitere Erfahrung damit. Dies ist das erste Mal, dass ich erwacht bin, seitdem ich mich niedergelegt habe in den tödlichen Schlaf. Wenn wir euch alleine lassen, könnte irgendjemand anderes die Herrschaft über euch gewinnen? Solange die Person nicht mich dazu bringt, mich erneut in den Sarg zu legen, ihn schließt und danach das Ritual der Feuerschale wiederholt, nein. Also, es wäre möglich, aber ausgesprochen unwahrscheinlich und kompliziert. Was wisst ihr über Auril? Sie ist eine mindere Gottheit des Winters und des Erhalts über die Zeit hinweg. Eine Gottheit des Eises und der Dunkelheit und der Nacht. Teil einer Dreieinigkeit von verschiedenen Göttern. Warum ist das Interesse an Auril so groß? Sie ist nicht sehr mächtig und nicht sehr wichtig. Nun, wenn wir das richtig verstanden haben, so hat sie diesen Landstrich in ewigen Winter getaucht. Und nach erfriert alles. Und wir und andere sind sehr interessiert daran, diesen Zustand wieder in Gleichgewicht zu bringen.
Das heißt, sie ist eine Gottheit, die tatsächlich in dieser Welt lebt. Das ist ungewöhnlich. Irgendetwas muss sie vertrieben haben aus den Ebenen, in denen sie für gewöhnlich residiert. Irgendeine Idee, was? Ich lag... Verzeihung, ich müsste mir die Sterne genauer anschauen, aber ich würde schätzen, einige Jahrhunderte im Tode. Nein, ich kann euch nicht sagen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und wie könnte man eine Göttin dazu bewegen, wieder zurückzukehren oder zumindest nicht mehr hier zu sein? Irgendeine Idee? Auch Götter können sterben. Ich wollte diese Frage nicht stellen, aber irgendeine Idee, wie man eine Göttin tötet? Mit einem anderen Gott oder indem man selbst gottgleich wird? Es gab immer wieder Zivilisationen und Mächte, deren Magie und deren Fähigkeiten stark genug waren, um einen minderen Gott zu erschlagen. Es ist etwas, das immer wieder passiert ist. Eine Gottheit stirbt, eine andere nimmt ihren Platz ein. Was denkt ihr, wie es denn dazu kommen kann, dass diese Plätze frei werden? Nun, ja, ich merke mir schon nicht mehr, wie der Gott des Todes heißt. Es ändert sich alle paar Jahre. Wer ist es denn zurzeit? Ach, Entschuldigung, ich sagte, ihr merkt es euch nicht. Ja, ich glaube, es sind mehrere. Yara, hast du Lust dazu, nicht nur Monster, sondern auch Götter zu erschlagen? Naja, kommt drauf an. Ich dachte, ich arbeite mich erstmal hoch. Götter? Ist Sir Relka irgendwelche Ideen? Ich bin ja wirklich, wie soll ich sagen, froh, fast schon mit euch hier gewesen zu sein. Und ich bin bereit, diesem Land, das mir das Wichtigste zurückgegeben hat, auch meinerseits zu dienen. Aber eine Göttin zu erschlagen, ich glaube, ihr wisst nicht so recht, worauf ihr euch da einlasst. Also nicht, dass ich es wüsste, aber... Oh, ich will mich da gar nicht darauf einlassen, deswegen frage ich euch beide. Aber es war doch eure Idee. Die Göttin, es war nur eine Frage. Also, ich meine, wir hatten versucht, darüber nachzudenken, was wir tun können, um dem Land zu helfen. Ich dachte eher an einen magischen Spruch, der das Wetter verbessert oder so etwas. Götter lassen sich von normalen Sterblichen nicht ohne weiteres wegbefördern. Das ist die Frage. Strebt ihr danach, eine Göttin zu vernichten, oder wollt ihr schlicht nur ihr Wirken ungeschehen machen? Oh, das mit dem Wirken würde vollkommen reichen. Dann kann ich nur wiederholen, dass viele Zivilisationen Magie entwickelt haben, die mächtig genug ist, um einen ewigen Winter zu erzeugen oder zu vertreiben. Und dass es ebenso auch andere Gottheiten gibt, die die Macht über das Wetter ausüben können. Reden wir Magie, da von Zivilisationen? Moment, was? Von welcher Magie reden wir hier? Dunkelelfen vielleicht? Oh, sie hätten sicherlich kein Interesse daran, nein. Verdammt. Der bittere Biss der Lolf hat ihre Seelen derart verdorben, dass sie nicht euch helfen würden. Außerdem sind ihre Städte in der Tiefe sicher vor Schnee und Eis. Das Einzige, was sie darben würden, wäre frisches Blut auf ihren Altären, weil sie niemanden mehr finden, den sie überfallen können. Sareika, ihr habt doch so ein großes Hirn. Was ist denn die mächtigste Magie, die es gibt, oder die mächtigste magische wie heißt das? Das würde mich in der Tat interessieren. Gibt es irgendjemanden hier, Reste einer Zivilisation, die über diese Magie verfügt? Es gab einst das Imperium von Netheril. Und davon haben wir alle gehört, aber, also, die Gebildeten unter uns, aber... Das klingt wie, was man sagt, wenn man niest. Nein. Das ist richtig, ja. Ich glaube aber, dass die Magister von Netheril es nicht lustig gefunden hätten, hätte man sich so über sie lustig gemacht. Gibt es denn Überreste von Netheril Städten hier? Es gab zu meiner Zeit Geschichten davon. Ach, berichtet mir mehr davon. Der abgebrochene Turm einer fliegenden Stadt. Das wiederum wäre es wert, sein Leben zu riskieren. Das Wissen, die magischen Erkenntnisse, die in einem solchen Turm verborgen sein würden, einen Zugang
zu den Geheimnissen Netherrealms zu haben. Und ich meine, wir könnten dann auch das Wetter verändern. Genau, ist ein fliegender Turm. Der ich Turm würde fliegt nicht mehr, er ist abgestürzt. Ich würde sagen, wir hören uns all diese Geschichten an, aber erstmal machen wir es uns hier gemütlich. Terik, hilfst du mir, ein Feuer zu machen? Kein Ton. Ja. Gut. Könnt ihr gucken, dass ihr nicht wieder in irgendeiner Flammenschale irgendwas anzündet, von dem wir nicht wissen, was passiert? Nein, ich würde sagen, hier drin und dort können wir den Rauch abziehen lassen und Also übernachten wir jetzt hier? Ja. Terik, wie bestattet man denn Druiden? Ich dachte, vielleicht sollten wir, also ich meine, schlecht wird sie nicht bei der Kälte, aber vielleicht sollten wir sie irgendwie... Ich weiß nicht, was sie für Vorlieben hat, aber ich denke, in ihrem Fall reicht es, wenn wir sie irgendwo auf ein Hochplateau legen und dass die Aasgeier übernehmen lassen. Welche Aasgeier? Oder was auch immer. Hier an. Was auch immer momentan in der Kälte noch so Aasvögeln rumfliegt. Die hat auch noch eine Schwester, die in dem Sarkophag liegt, in dem anderen. Oh, wir könnten sie auch zu der Schwester legen. Hier gibt es keinen Mangel an Frischfleisch, mein Schneeball. Nein. Der gerade vorsichtig Pfote für Pfote sich näher an die Mumie herantastet, während seine Nase sich krauslegt und er macht. Bitte nicht aufessen. Ich hätte nicht vor, irgendjemanden hier zu essen. Außer vielleicht von dem Hirsch, nein, dem Elch, also dem großen Schaufeldings da draußen. Ja, da kannst du zugreifen. Ja, er richtet sich auf, spitzt die Ohren. Ja, hervorragend, der riecht lecker. Und mit einem verschwindet er nach draußen. Gut, dann wollen wir sie dann zu ihrer Schwester in den Sarkophag tun. Ich mache das dann gerade und dann kannst... Nachdem ihr schon die Hände amputiert habt. Eine Hand. Ja. Nachdem ich hoffentlich mit Terik ein Feuer entzündet habe, würde ich lauschen, was Sir Relka für Geschichten aus Sana rausholt. Sana, er redet weiter geduldig und entspannt und hin und her mit einem leichten... Und du stellst fest, dass sie sehr viel dir erzählen kann über den Alltag in einem Tempel der Mondgottheit, der sie gedient hat. Aber tatsächlich nicht allzu viel über die reale Welt da draußen erzählen kann, aber Lieder. Lieder kennt sie massenweise. Lieder zu Ehren von Sehanin. Lieder zu Ehren von Sehanins Mann. Corellon. Wie heißt er? Ja, du weißt schon. Corellon Larithian? Genau. Larithian. Der Elfengott der Wälder. Und Lieder generell über das Mondlicht und über Stille und Frieden und inneren Frieden und den Ausgleich, den man darin finden kann. Es sind alles sehr langgezogene Melodien ohne einen richtigen Takt, die einfach nur in sanften Wendungen auf- und absteigen und elfische Silben aneinander rein. Irgendwann, wenn ich genug von diesen Liedern habe, was sehr lange dauern könnte und wahrscheinlich tief in der Nacht ist, würde ich... Währenddessen alle anderen die ganze Zeit genervt davon, ist im Hintergrund immer Hallo Hindu Samuni und dann Wiederholungen. Okay. Wer ist würde ich die Rede auf den Spiegel lenken und ob es vielleicht möglich wäre, mit Hilfe des Spiegels uns den Weg zur abgestürzten Turmspitze zu zeigen. Weil der müsste ja uns die abgestürzte Turmspitze zeigen können und vielleicht auch die Orte darum rum. Das ist vermutlich möglich. Der Spiegel ist dazu gedacht, in die Ferne zu sehen. Mit genügend Konzentration. Könnte er bis nach Schuld sehen? Was ist Schuld? Ein Land weit im Süden. Ich habe seit ziemlich langer Zeit meine Mutter nicht mehr gesehen und meinen Vater noch nie in meinem Leben. Falls er nicht in irgendeiner Pyramide umgekommen ist, könnte ich ihn mir vielleicht auch ansehen. Wenn ihr das wollt. Ihr müsst euch nur auf ihn konzentrieren. Ah. Und meine Geschwister vielleicht auch.
Ich weiß gar nicht, was für eine Tageszeit gerade in Schuld ist. Ich habe gehört, an verschiedenen Orten der Welt sind es verschiedene Tageszeiten. Tief in der Nacht eile ich zum Spiegel. Sir Relka? Ja. Sir Relka, könnt ihr leuchten? Ich habe 40 Jahre an der Akademie studiert. 40 Jahre mich mit Magie beschäftigt. Ich habe Bibliotheken gefüllt und ich bin Spross einer Herrscherfamilie. Und ihr benutzt also könnt ihr leuchten, das ist fantastisch. Selbstverständlich, Arthur. Für euch tue ich das gern. Spannenderweise, als du an den Spiegel kommst, sitzt Yara vor diesem Spiegel und starrt ihn böse an. Oh, Yara. Ja. Saana hat mir erzählt, ich könnte damit meine Familie sehen. Ich werde es ausprobieren, ob er so weit gucken kann. Und dann schauen wir, ob wir den Weg zur abgebrochenen Sturmspitze finden, sehen. Also du weißt, was ich meine. Natürlich. Vielleicht guckst du mit? Ja. Was hast du gegen den Spiegel? Was gar nichts habe ich gegen den Spiegel. Ich will auch so einen Spiegel. Willst du irgendwas sehen? Vielleicht. Mach mal. Ich schaue. Naja, du könntest es mir sagen und dann Nein. wünsche ich es. Nein? Deine Familie vielleicht, so wie ich? Was? Terek ist doch hier. Ah, schon gut. Gut, mach mal. Also. Offenbar hat sich unsere Melodie etwas verändert. Was wolltest du jetzt als erstes dir anschauen? Deine Mama. Familie? Mama. Zuallererst Mama, dann würde ich es mit Papa probieren, falls der noch lebt. Der ist damals in den Dschungel von Schuld verschwunden, soweit ich weiß. Als ich, also im Prinzip noch nicht mal auf der Welt war. Gut. Wie viel Freigabe gibst du mir? Jetzt jede Freigabe dieser Welt. Mama wird höchstwahrscheinlich, wenn es die Zeit ist, auf dem Markt von Schuld sitzen und Apfelsinen verkaufen. Du siehst deine Mama, die ist zwar auf dem Markt, aber sie ist gerade selber nicht am Einkaufen, sondern du siehst, wie sie sich gerade mit jemandem laut und aber fröhlich hitzig über Gewürze streitet. Ja, da siehst du das? Sie scheint glücklich zu sein. Sie hält eine Handvoll von Chilischoten hoch und scheint sie zu schütteln und irgendetwas zu denen zu sagen, lässt sie dann wieder auf einen Stapel zurückfallen. Die Frau, die ihr gegenüber am Stand ist, bricht in Gelächter aus und fängt an, denen eine Tasche abzufangen. Das ist meine Mama. Die fuchteln alle so viel, es sieht aus, als würden sie sich gleich verprügeln. Nein, das tun sie nicht. Sie handeln nur ein bisschen. Ich glaube, sie haben eine Menge Spaß. Guck, sie lachen beide. Und da hinten, siehst du das? Ja. Das ist mein jüngster Bruder. Ah, der muss 10 Jahre alt sein mittlerweile. Und dann stehe ich eine Weile und bewundere das. Draußen steht Relka mit der Hand im Psi-Kristall in der Nacht und der Kälte und leuchtet. Und jetzt mein Vater, wenn er noch lebt. Ich überlege einen Moment, ob ich mich das wirklich traue und zögere und lege dann die Hand wieder daran. Und du siehst deinen Vater, wie er fast ohne Kleidung, sondern nur mehr oder weniger mit bunten Fetzen irgendwie verziert und mit ein paar Goldschmuckteilen vor einem großen Frosch sitzt und mit ihm redet, sehr nachdenklich. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, er ist weiß. Wer, der Frosch? Der Vater. Der Frosch ist sehr grün. Der Frosch ist leuchtbunt tatsächlich und trägt auch Schmuck und Stofffetzen und richtet sich jetzt auf und stützt sich auf eine kleine Gehhilfe. Er gestikuliert mit der anderen Hand, sagt irgendetwas zu deinem Vater und macht eine Geste, als würde er ihn einladen, mitzukommen. Ich wusste gar nicht, dass er lebt. Ich dachte immer, er wäre in irgendeiner Pyramide verschollen. Weiß. Offensichtlich gibt es sprechende Frösche. Das finde ich viel beeindruckender. Oh, ja, natürlich gibt es sprechende Frösche. Ach so. Ich gucke mir tatsächlich eine ganze Weile, also so lange, bis Relka sich irgendwann beschwert, gucke ich meinem Vater zu. Irgendwann erlischt dann wahrscheinlich einfach der Spiegel und Relka kommt wieder rein. Relka? Eiskristalle im Bart und an den Augen, an den Wimpern und in den Augen. Was habt ihr rausgefunden über den Turm? es gab gewisse Schwierigkeiten. Die Verbindung ist abgebrochen. Wir müssen das nochmal machen, bitte. Es tut mir leid. Ich habe 20 Minuten da draußen in der Kälte gestanden, mir die Finger abgefroren und ihr seid nicht in der Lage, das Bild war was kaputt, habt ihr es nicht geschafft? Fehlt euch Informationen? Ja, die Melodie hat sich ein wenig verändert, vermutlich weil Saana jetzt wach ist.
Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Es tut mir wirklich leid. Der lügt mich doch an. Ich bin ein verdammt guter Lügner. Soll ich auf Lügen würfeln? Ja. Was muss ich machen? Ich mache einen Insight auf jeden Fall. Ja, dann mache ich mal ein Überzeugen. Und ich habe keine Ahnung, was ich gewürfelt habe, weil ich hier... Na, ich würde sagen... Du bist definitiv überzeugend mit 20. Ja. Der macht so große Augen und der guckt so hilflos und du weißt, der ist halt auch schon nicht wirklich sehr schlau. Das ist, genau. Wahrscheinlich ist einfach wirklich was schiefgegangen. Gut, also ich gehe nochmal raus und ihr konzentriert euch auf einen Turm von Netheril, der hier in der Nähe sein muss, irgendwo im Eis. Und den Weg dorthin. Von hier dorthin, ich habe verstanden. Dorthin. Wie heißt das? Netherin oder Netheril? Netheril. Netheril. Ja. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das Problem lag. Netheril. Du konzentrierst dich diesmal nicht auf deinen Vater, sondern du suchst das abgebrochene Turm. Sana hat sich langsam genähert und sagt, es ist ein wenig ragt er auf wie eine Felskonstruktion. Man müsste von dort aus einen der Seen sehen. Und dann klärt sich das Bild auf und du siehst aus Eis und Schnee emporragend, was aber noch keine große Hilfe ist, was die Lage angeht in der Region, einen schwarzen Felsbuckel. Beziehungsweise erst ragt es gerade auf, nur leicht schief, und dann oben hat es abgerundete Ecken, die dann zu einer Art Haube oder einer Kuppel auswachsen. Und du siehst, dass so 20 Schritte davon entfernt es einen kleinen Tunnel gibt, der zwischen mehrere schroffe Eiskanten hineingeschlagen ist und in die Tiefe führt. Ja, siehst du das? Ja, ich versuche, jedes Detail aufzusaugen, in der Hoffnung, dass ich irgendwas landschaftlich wiedererkenne. Ich versuche mir vorzustellen, ich sei ein Vogel und würde etwas höher fliegen, in der Hoffnung, irgendwo einen See zu sehen, und kreise so langsam über dem... Es ist schwierig, irgendetwas zu erkennen, weil das Bild, das dir der Spiegel liefert, zwar heller ist als die Nacht draußen, aber immer noch größtenteils in grauem und fahlem Sternenlicht gehalten. Aber vielleicht du glaubst auszumachen, da ist das Ufer eines Sees mit Brucheis erfasst, aber da sind auch Lichter einer Stadt. Und es ist nicht der See, an dem ihr bislang unterwegs wart. Kurze Frage, ich habe Wanderer als Teil meines Outlander-Feeds. Das heißt, ich kann mich an eigentlich alle natürlichen Gegebenheiten erinnern, die ich mal gesehen habe, oder alles an Terrain. Weiß ich, wo das ist oder wo das sein könnte? Das ist östlich von Kerkonik und vom Lac d'Enishir, also von dem östlichen, von den beiden richtig großen Seen. Also es gibt Maia Dualdon und Lac d'Enishir, und dann gibt es südlich davon noch die Rotwasser. Aber das, was du da sehen kannst, liegt östlich von 10 Städte auf der Höhe des Lac d'Enishir. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich weiß, weißt wo du das ist. Du weißt, wo das ist? Du würdest den Weg dahin finden? Ja, recht sicher. Also ich weiß es nicht genau, aber ich weiß relativ genau, in welche Richtung, und ich weiß, was dieser See... Ja, doch. Ich versuche, in den Gang hineinzusehen, aber wahrscheinlich ist es dort dunkel, oder? Ja. Okay. Können wir noch was anderes gucken? Aber sag's keinem. Ja. Gut. Geht das einfach so, oder müssen wir Sorelka Bescheid sagen? Nein. Er glaubt noch, wir gucken nach der Turmspitze. Okay. Dress to Earthen. Dress to Earthen, denke ich, und denke an all die Geschichten, die ich im Laufe meines Lebens gehört habe über ihn. Ihr seht eine zierliche Gestalt vor aufgebrochenem Meereseis. Ein dunkelgrüner Mantel flackert in einem eisigen Wind mit weißem Pelz, der um die Schultern gelegt ist. Die Gestalt hält inne und scheint in dem Wind zu lauschen, schüttelt dann leicht den Kopf und marschiert an dem Blick, den ihr darauf habt, langsam vorbei. Und ihr könnt ein zierliches, feingeschnittenes, dunkles Gesicht ausmachen mit einer Haut, die irgendwo zwischen schwarz, grau und violett erscheint, und matt violett schimmernde Augen.
Die Figur greift an ihren Gürtel, spielt damit etwas um und mit einem leisen Grollen erscheint ein großer schwarzer Panther und geht neben der Figur her. Und die Gestalt lässt ihre Hand auf die Schultern von der großen Katze fallen und krault sie dort, als wäre sie nur so ein kleines Kätzchen. Und die Katze lässt sich das gefallen und dreht den Kopf sogar so, dass die Finger genau dort landen, wo es ihr gefällt. Ich schließe meine Augen und summe, um im Tune mit dem Spiegel zu bleiben. Danke, danke, das reicht schon. Ich wollte nur mal sehen, wie es ihm so geht. Ich nehme die Hand weg. Kennst du ihn? Persönlich meine ich? Naja, das ist ein bisschen viel gesagt, aber sagen wir es so, wir haben uns mal getroffen, als ich sehr klein war. Ah. Sir Elka? Ja, wir haben es. Und Yara weiß, wo er ist. Sie kann uns hinführen. Ein voller Erfolg. Gut, ich komme rein, bibbernd. Ausgezeichnet. Aber jetzt muss ich etwas am Feuer sitzen. Oh, ich mach schon. Ich gehe auf dich zu, fasse einmal deinen Oberkörper und die Kleidung an, die du da hast, und wärme sie mit Prestidigitation auf. Ach, besser, vielen Dank. Steigen kleine Dampffähnchen von ihm auf, als er und seine Kleidung plötzlich tauen unter deinen warmen Fingern. Im Hintergrund seht ihr Terik, der mit den ganzen verschiedenen Tieren und Tierkindern, die hier in der Höhle teils noch verblieben waren, neben dem Feuer liegt und schläft. So, auf ihm liegen teilweise irgendwelche Schneehühner oder neben ihm ein paar Fuchse. Und ein paar Schritte weiter das Eisbärjunge, was zwar haufenweise Blutspuren um das Maul hat, aber mit einem fast glücklichen Gesichtsausdruck da liegt und leise schnarcht. Ja? Hat Terik ihn nicht gesehen? Hat Terik was? Ob Terik ihn nicht gesehen hat. Hat Terik was? Ich werfe einen Blick zu Sorelka. Schläft er schon? Nein. Ich will wissen, was mit dem Turm ist. Der steht da und schaut dich auffordernd an. Der Turm, richtig. Yara, wo war der Turm gleich? Also, wenn ich nicht völlig falsch liege, ist das östlich von 10 Städte. Und zwar so auf Höhe eines der größten Seen, die wir dort haben. Okay. Wie weit von hier? Oh, so quasi einmal durch das halbe Eisental. Okay. Ich glaube, wir sind so an einem der am weitesten entfernten Orte. Ich werfe euch mal ins Eiswindtal. Dann sind, wie gesagt, am Arsch der Welt. Ja, also wir sind am Arsch der Welt, ja. Schon wieder, immer noch. Das ist quasi die andere Backe. Dort, wo ich denke, dass das ist. So, ich habe euch den Lost Spire of Netheril eingezeichnet. Mhm. Holla. Ja, wir sind, nach links. Wir sind ganz weit links auf dieser Karte. Naja, ihr seid gerade hier. Das ist, wir dürfen da aber noch nicht hin, da steht Chapter 2 dabei. Wir wollen aber auch in die Black Cabin, da steht auch Chapter 2. Ja, weiter nach Norden dürfen wir auch nicht gehen. Also, das ist keine hinreichende, sondern eine notwendige Bedingung. Aber so weit ist es nicht. Also es ist Chapter halt nicht zwei. Einmal, aber okay. Wir sollten dringend aufleveln. Ja. Wir sollten diese Quest abgeben. Wir sollten zurück nach Lonelywood gehen und diese Quest abgeben. Ja, und vorher sollten wir klären, diese Computerspielspreche, ne? Ja. Und vorher sollten wir klären, ob wir Sana, was übrigens von meiner Meinung nach für eine Mumie ein unglaublich unintuitiver Name ist, ob wir Sana mitnehmen dürfen oder nicht. Sollen wir das noch? So, aber egal. Die hieß wahrscheinlich in ihrem Leben schon so, die ist ja nicht als Mumie umbenannt worden. Wenn ich zur Mumie werden würde, würde ich mich anders nennen, wenn ich vorher Sana geheißen hätte. Sie nimmt solche Aussagen einfach mit einer stoischen Ruhe hin. Insana. Insana, ja. Oh. Dr. Insana. Oh Gott. Ja, dann lass uns darüber sprechen, wenn wir jetzt alle gerade wach sind, nicht weg, Terik. Ja. Jetzt alle gerade wach sind. Ich ziehe das Huhn, das auf mir geschlafen hat, wieder näher an mich und versuche wieder einzuschlafen. Das Huhn macht. Terik, ich glaube, Sir Elka will mit dir sprechen. Ich habe einige Entscheidungen zu treffen, ganz offenbar. Aber können wir das nicht auch morgen früh machen?
sagt, ja, aber ja schon, wenn sie ich 20 Minuten da draußen stehen lassen. Tageszeiten haben doch eh keine Bedeutung mehr. Um was geht's denn? Was machen wir? Wir haben eventuell die Möglichkeit, das Wetter zu ändern. Die alte Zivilisation von Netheril konnte mit ihren fliegenden Städten das Wetter beeinflussen. Und es gibt offenbar Reste von einer solchen Stadt unweit von hier. Das ist ein Zufall. Es ist schon ziemlich weit, aber ja. Verglichen mit dem, was wir so gereist sind, ist das etwas weiter, aber wir sollten auf jeden Fall uns gut vorbereiten, denn dort gibt es, glaube ich, nicht allzu viel Zivilisation. Das ist richtig. Was immer hier für Zivilisation ansonsten so zählt, aber gut. Ja. Und wenn wir das könnten, dann könnten wir potenziell der ganzen Land hier helfen. Das klingt gut. Ja, aber es könnte auch ziemlich gefährlich sein, oder nicht? Vielleicht sollten wir auf dem Weg dahin noch ein paar Dinge erschlagen, um ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Weil ihr glaubt, dass ihr dort viele Dinge erschlagen müsst und das ist eine Erfahrung, die euch dann hilft gegen die Magie dieser alten Zivilisation? Ja. Ich glaube, es lässt sich nicht alles notwendigerweise mit erschlagen lösen, was uns gegenübertreten wird. Oh, sehr viele Probleme dieser Welt lassen sich damit lösen. Vielleicht bekommen wir auch mehr Gold und können uns dann bessere Waffen kaufen. Ich finde, wir sollten zwei Wege gehen. Einerseits den magischen von dir, Sir Relka, und andererseits den des Erschlagens von Yara. Und vielleicht noch einen dritten, den des Redens von Terik. Also den finde ich nicht. Einer von den drei Wegen könnte ja. Wie bitte? Nichts, schon okay. Ich dachte nur, ich finde es nicht nett, dass Sir Relka unsere ganze Lebensphilosophie in Frage zieht hier. Tut er das? Tut er das? Wir haben eine Lebensphilosophie. Nun, wahrscheinlich nicht. Einer dieser drei Wege wird mit Sicherheit zum Erfolg führen. Oder vielleicht alle drei zusammen. Die Frage ist doch, lassen wir alles stehen und liegen und gehen jetzt zu einem Berg aus Eis, von dem wir vermuten, dass dort irgendein fliegender Turm abgestürzt ist? Oder machen wir erst das, was wir eigentlich machen wollten und reden mit diesem, was war das, ein Gnom? Wenn wir schon fast da sind. Ach so, stimmt, da war ja ein Gnom in dieser schwarzen Hütte. Ja, wir haben nicht gesagt, ob das ein Gnom ist, er ist nur der Freund von einem Gnom. Ach so, aber Gnome und Gnome gleich und gleich gesellt sich gern, das weiß man doch. Was ist? Ja, dann sollten wir zuallererst zurück nach Einsamwald gehen, weil ich glaube, es wäre gut, egal ob wir zur schwarzen Hütte reisen oder nicht, soweit es geht, auf bekannten Wesen zu reisen. Unbedingt. Und wenn ich deine Karte hier richtig deute, Yara, dann... Hatten wir das nicht sowieso ursprünglich vor, dass wir ab Einsamwald dem Fluss folgen? Ich dachte, wir gehen jetzt zurück nach Einsamwald, holen die Belohnung für das erschlagene Elch und dann gehen wir folgen wir dem Fluss zu dieser Black Lodge und zu der schwarzen Hütte und machen, was auch immer jeder machen wollte. Und dann gehen wir zurück nach Thermalane und fragen Sana, ob sie bei unseren Kobolden wohnen möchte. Dann liefern wir sie da ab und dann gehen wir die Straße weiter Richtung Osthafen, bis wir dann in die Wildnis gehen und unterwegs rüsten wir uns aus, damit wir das überleben. Da kommt unmittelbar die Frage auf, was machen wir mit Sana. Der Mumie? Ich denke, es kann von Nutzen sein, wenn wir jemanden haben, der uns helfen kann, in diese durchaus nicht ungefährlichen Gegenden zu kommen. Und obwohl ich erst skeptisch war, muss ich sagen, Terik, euer Neugier hat sich in diesem Fall als günstig erwiesen. Ich denke, wir sollten sie mitnehmen auf unsere Abenteuer. Das ist, gut, wenn ihr das als Anführer entschieden habt, machen wir das so. Brauchen wir nicht drüber abstimmen. Nun, wir hatten ein langes Gespräch darüber, dass Sir Relka nicht mehr der Anführer ist. Sollen wir sie erstmal mit nach Hause nehmen und dann, wenn wir zu Hause sind, gucken wir, wie das Ganze so funktioniert. Ja, hier ist der Spiegel und ich wäre ganz froh darum, wenn gut auf diesen Spiegel aufgepasst werden würde und wir möglicherweise irgendwann hierhin zurückkehren können und alles so vorfinden wie vorher mit Saana, die uns wohlgesinnt ist. Es ist verständlich, bin ich euch wohlgesinnt. Erstens bin ich eine sanfte Persönlichkeit auch schon im Leben gewesen, wie mir meine Schwestern und Brüder immer versichert haben und zweitens verpflichtet mich die Magie, die mich zum Leben erweckt hat, dazu. Dann wollt ihr mitkommen oder hier bleiben?
Ich habe keinerlei starke Gefühle wieder in die eine, in die andere Richtung. Ich bin tot. Yara, sollen wir sie mitnehmen oder nicht? Also, ich bin dafür, dass wir sie mitnehmen. Gut, dann ist die Sache entschieden. Wenn wir sie hier lassen, ist das Problem, dass irgendwelche Abenteuer vorbeikommen, die dann denken, oh, eine Mumie, wir müssen sie erschlagen. Und guter dann Punkt. Haben wir keine Mumie mehr. Diese furchtbaren Abenteurer. Ja, deswegen würde ich sie mitnehmen. Bei uns zu Hause ist sie sicher, falls wir sie nochmal hier mit dem Spiegel brauchen. Und was den Spiegel angeht, ich weiß nicht, vielleicht können wir ja den kleinen Eisbär fragen, ob er Lust hat, darauf aufzupassen. Der wird irgendwann bestimmt ein großer Eisbär. Und der hat Familie, ja. Das will ich arrangieren. Ja. Ich beckne ihn jetzt aber nicht. Das kommt nicht so gut drauf klar. Mit rundem Bauch, der voll mit Elchfleisch ist. Die meisten Priester, die ich kenne, beherrschen einige Sprüche der Heilung oder ähnliches. Könnt ihr sowas? Ich werde zunächst einmal wieder zu meiner Göttin beten müssen, um festzustellen, ob diese Beziehung zu ihr noch besteht. Ich kann euch das nicht versichern. Ich weiß, dass ich über einige Fähigkeiten besitze aufgrund der Magie, die mich zurück ins Leben geholt hat. Also wenn ihr wünscht, dass ich jemandem furchtbare Angst einjage, um diese Person zu vertreiben, um einen Kampf zu vermeiden, das werde ich können. Oh, das werden wir vielleicht in Zukunft einmal wollen. Wir nehmen euch mit und heißen euch in unserer Runde willkommen. Als Gleichgesinnte, wenn es so etwas für euch möglich ist. Müsst ihr schlafen? Nein. Hervorragend, wir haben jemanden, der Wache hält. Sage ich und hülle mich in meine Decke ein. Ihr müsst doch bestimmt in der Zeit beten, oder? Aber, nee, das werden wir morgen sehen. Wir sollten schlafen. So. Ja. Ich rolle mich in meine Felle und nehme mir Schneeball. Da fällt mir ein, ich bin noch ziemlich hungrig und gucke, ob ich mir noch ein bisschen Fleisch brate und schneide mir noch etwas aus dem Elch heraus. Wirklich da, wo der Fuchs gebraten. Nicht abgebissen hat. Das weckt doch all die Raubtiere. Okay, dann nehme ich was davon. Ja. Oh, danke, das ist sehr lieb von euch und esse etwas. Schneeball ist auch ziemlich kugelförmig, nachdem er sich ausgesprochen satt gefressen hat. Ja, ich kraule ihm noch ein bisschen im Bauch und schlafe dann. Er gibt eine von sich und riecht furchtbar aus dem Mund. Okay, ein Satz, den ich bestimmt nicht erwartet habe zu sagen, aber ich gehe zu dem erwachten Busch und der raschelt leise mit seinen Ästen. Das ist ein sehr schöner Satz. Ja, möchtet ihr Beeren? Nein, du kannst dich ausruhen. Er sagt wieder ein bisschen auf seinen Wurzeln nach unten. Du siehst die Mumie dort? Sehen ist vermutlich ein ziemlich loser Begriff für meine Wahrnehmung. Ja, ich weiß, dass sie da ist. Ich würde dich bitten, falls sie weggeht oder sehr nah an uns herangeht, mich zu wecken. Wir können noch nicht sicher sein, ob sie uns wohlgesonnen ist. Ich verstehe. Falls sie sich euch irgendwie nähert und das alles mir verdächtig erscheint, dann schrei ich und trappel euch im Gesicht herum. Ja, genau. Ist das nicht ungefähr das, was... Das ist ganz hervorragend. Verzeih, das liegt nicht an dir, ich bin ein bisschen müde. Dann geh schlafen. Das werde ich jetzt tun. Er raschelt leise mit seinen Blättern. Gute Nacht. Ja. Ich frage mich... was in meinem Leben schiefgelaufen ist. Ich hatte gerade diese Vision, dass du jetzt hingehst und ihm von deinem scheiß Tag erzählst, einfach um mal mit jemandem Vernünftigem drüber zu reden. Hey, Busch. Genau. Oh, ich stand heute 2 Stunden draußen in der Kälte. Genau, kannst du auch einem Busch erzählen. Und dann haben wir die ersten Spuren seit Jahrtausenden vom großartigen Imperium, den Netheril, gefunden und keiner versteht mich. Ja, das trage ich alles in mein Tagebuch ein, aber gut. Oh Gott, Rekas Tagebuch ist so ein einziger Rant. Auch nur so schwarze Krickelkrackel. Also, umgeben von einem kleinen Zoo, unter den wachsamen schwarzen Augen einer elfischen Mumie und mit einem kleinen Busch, der in der Ecke leise mit seinen Zweigen hin und her wippt und dabei macht, schlaft ihr in diesem elfischen Grabmal. Und er wacht zu Zwielicht, wenig überraschend irgendwann.
Ich schätze mal fast, dass Tierig als Erster wieder aufwacht, wenn er nicht im Gang, im Gesetz zu den anderen, die Hälfte der Nacht damit verbracht hat, in Spiegeln rumzutatschen oder draußen in der Kälte leuchtende Steine hochzuhalten. Ja, dann bin ich wieder, fühle ich mich wieder fit. Ja, ihr habt natürlich regeneriert in der Nacht. Yay! Es ist ausreichend warm mit den ganzen Tieren, die mit euch kuscheln und mit dem Feuer. Sahna steht immer noch exakt an derselben Stelle, wo sie, als ihr eingeschlafen seid, stand. Der Busch ist bis zum Eingang gewandert und wirkt fast so, als würde er hinausspähen, obwohl das echt schwierig zu sagen ist, weil er ein Busch ist. Aber er neigt sich ein bisschen vor und steht so auf den Wurzelspitzen dort und raschelt leise. Ich gucke mich kurz um, versichere mich, dass ich das nicht alles geträumt habe. Nein, Sahna steht immer noch da und schaut mit einem sanften Lächeln auf ihrem eingetrockneten, bandagierten Gesicht auf eure kleine Gruppe. Der Busch steht am Eingang. Das Eisbärkind hat sich herumgedreht und liegt jetzt halb auf Terik. Yara hat den Eisfuchs immer noch im Arm. Und um dich herum hat sich eine kleine Gruppe Schneehühner niedergelassen, von denen dich eins jetzt mit einem Auge anschaut und sagt, guten Morgen. Ja, ich grüße euch, Huhn. Ich grüße euch, Mensch. Dass ihr alle sprechen könnt. Das ist sehr absonderlich. Gut. Ich finde es auch absonderlich, dass ihr sprechen könnt. Gut, also dann sind wir bereit, dann sollten wir einmal die Hühner durchzählen, die Mumie wetterfest einpacken, dafür sorgen, dass der Busch mitkommt. Terik, hast du das mit dem Eisberg klar gemacht? Oh Gott, ich hätte länger schlafen sollen. Ich habe geschlafen, aber ich kläre das direkt. Die schwarze Kabine wollten wir uns noch angucken, bevor alles mit dem Turm passiert ist. Nein, wir wollten erst zurück nach Einsamwald. Nach Einsamwald. Nein, dann angucken, durch den Spiegel, die schwarze Kabine. Ach Gott, der Spiegel. Ja gut, Sorelka, würdet ihr nochmal... Natürlich. Ich rede zu lange mit dem Eisbären. Ich gehe ein bisschen müde zum Spiegel. Ja, ich tapp's hinterher. Unter einem Arm. Die wichtige Frage, geht Relka nach draußen und leuchtet? Du geht er nach draußen und kommt nie wieder. Ja. Er nimmt den Busch und wandert einfach in den nicht vorhandenen Sonnenuntergang. Ja, natürlich. Gut, du leuchtest. Eine Gelegenheit, wenn wir gerade nach Leuten schauen und uns um Dinge kümmern. Es gibt eine Tieflingfrau, die komplett weiß ist und Begehrlichkeit heißt. Und die muss sich irgendwo in der Gegend rumtreiben. Es würde mich interessieren, wo sie ist. Sie war bei dem Ners Maxildana. Und wir hatten ja schon, und sie ist offenbar irgendwie mit den Bi-Wizards oder mit irgendjemand, ich weiß gar nicht, Luskania, auf jeden Fall mit irgendjemandem, den ich nicht leiden kann. Achso, oder irgendeine Brotherhood. Irgendjemand, den du nicht leiden kannst. Die ganze Welt. Oh, das ist echt das ein. Richtig. Die Arcane Brotherhood. Okay. Wir sollten ja keine Bruderschaft. Unbedingt merken, auch für das nächste Mal, wenn wir einen Ring suchen. Ja. Gut, also dann gucken wir nach Begehrlichkeit und nach der schwarzen Kabine. Der schwarzen Kabine, gut. Räka, leuchten? Ja, ja. Wenn ich mit dem Eisbären fertig bin, gehe ich raus zu Räka und will mit ihm reden, während er leuchtet, damit er nicht so allein ist. Das braucht Konzentration. Nur dank meines überlegenen Intellekts kann ich das überhaupt bedienen, auch wenn es nicht so wirkt. Ja. Also, Räka, meine Schwester, vielleicht könnt ihr einen kleinen Gefallen tun nach allem, was ich für euch getan habe. Ich habe letzte Nacht, also an Maigene, ich habe ja nicht mitbekommen letzte Nacht. Ja. Sie ist eine glühende Verehrerin von diesem Dunkelelf, Drins zu Erden. Vielleicht könnt ihr leuchten, damit sie... Baden sagen, ja, Arthur, vielleicht könnt ihr so leuchten, dass der erscheint auf dem Spiegel. Könnt ihr das machen? Oh, geh weg! Gut. Ich nehme das als ja und gehe wieder rein. Du nimmst das als ja und gehst wieder rein. Gut, was wollt ihr jetzt drin sehen? Das, was du gerade aufgeschlagen hast, der Einfachkeit halber. Irgendwas, egal was du gerade aufgeschlagen hast. Naja, es gibt ja drei Möglichkeiten im Moment. Also ihr wollt nach der schwarzen Hütte? Genau. Nach Begehrlichkeit?
Ja, und falls Terek uns das sagt, nochmal nach Dristurden und so tun, ja, dass ja, ich sag, dass der Rekka sehr bereit ist, länger zu leuchten, damit sich Yara Dristurden anschauen kann. Ja. Oh, ich gucke Terek ganz, ganz glücklich an und dann drücke ich ihn kurz und sage danke Terek, aber das haben wir gestern schon heimlich gemacht. Ach so. Weiß Rekka das? Nein! Sonst wäre es ja nicht heimlich. Kannst du noch mal gucken. Ja, will also einer von euch beiden stattdessen seine Eltern sehen? Einer war doch adoptiert, oder? Oh, meine Eltern. Ja, er war adoptiert, ja. Meine Eltern kann man nicht sehen. Oh. Naja, kommt drauf an, was die Reichweite des Spiegels ist. Ja, naja. Also, die sind... Oh, das tut mir leid. Das Dorf ist ausgelöscht worden damals. Wollte da kein Thema... Also, die schwarze Hütte. Die schwarze Hütte, genau, wichtig, wichtig. Konzentrierst dich und du siehst eine Blockhütte, die vermutlich den Namen daher hat, dass das Holz sehr, sehr dunkel ist und vor allen Dingen im Kontrast mit dem Schnee fast schwarz aussieht. Sie hat zwei Kamine, ist etwas schief gebaut, das Dach hängt tief herab, Eiszapfen hängen daran. Die Tür steht halb offen und als du dich konzentrierst, kannst du einen Blick hineinwerfen und siehst ein verbranntes Skelett. Und daneben ein Gegenstand aus mehreren ineinandergreifenden metallenen Ringen. Was könnte das denn sein? Alles gänzlich mit Frost überhaucht. Das sieht nicht so aus, als ob da jemand wohnt. Aber was ist das für ein Gegenstand? Keine Ahnung. Ich tue wieder so, als wäre ich ein Vogel und würde versuchen, vor der Hütte zu landen und ein paar Schritte auf die Tür zuzuhüpfen. Machst du das auch wirklich vor dem Spiegel? Ich stelle mir das vor. Okay. Also, du kannst da hineinschauen und du siehst ein Skelett. Es ist verbrannt. Ein guter Teil vom Inneren der Hütte wirken verbrannt. Das Skelett ist relativ klein. Das Einzige, was an ihm nicht schwarz und aschenfarben verkohlt ist, ist ein goldenes Amulett. Und neben der ausgestreckten Hand von dem Skelett liegt ein Gegenstand, vielleicht so groß wie eine Männerfaust oder etwas größer, das aus mehreren ineinandergreifenden Metallringen besteht, die sich um einen schwarzen Kern herum wahrscheinlich bewegen könnten. Es sieht so aus, als könnte man die einzelnen Teile zueinander verdrehen. Merkt euch gut, wie es aussieht, damit wir es gleich Sir Relka beschreiben können, der wird es wissen wollen. Ist die Hütte von innen verbrannt oder von außen? Von ist das irgendwie erkennbar? Okay. Von innen und danach hat sich wieder Frost darüber gelegt. Alles klar, danke. Ich fliege sicherheitshalber noch einmal hoch, um zu sehen, ob irgendetwas um die Hütte drin ist, was Fackeln in der Hand hat. Wäre ja möglich, wenn nicht, dann würde ich als nächstes nach der Tieflingsfrau, die, wie hieß? Begehrlichkeit. Begehrlichkeit schauen wollen. Und du siehst eine bleiche, fast gänzlich weiße, schneeweiße Tieflingfrau mit elegant gekrümmten Hörnern und wässrig rosa Augen, die an einem kleinen Tisch sitzt und dort in ein Buch schreibt. Und neben ihr hockt eine Gestalt, die aussieht, als sollte sie eigentlich irgendwo in Baldurs Tor oder in einer anderen großen Stadt an einem Tempel hocken und Wasser aus ihrem Mund spucken. Kann ich hier irgendwie aus dem Fenster fliegen als eingebildeter Vogel und ein bisschen nach oben, um Yara gucken zu lassen, wo das ist? Das kannst du probieren, aber als du anfängst, dich zu konzentrieren, ruckt der Kopf von der Tieflingfrau hoch. Oh, ich nehme meine Hand weg. Und der Spiegel wird wieder dumm. Also ein silbriges Grau. Oh nein, wie geht das jetzt halt? Oh. Das war nicht sehr hilfreich. Das hat bisher nur die Auriel so gemacht. Ich weiß nicht. Und Fritz hat vielleicht auch was gemerkt, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, er hat irgendwas gespürt. Ich lege meine Hand wieder daran und lasse nochmal Drist erscheinen. Und du siehst, wie der an einem kleinen Lagerfeuer sitzt und an irgendwas herumschnitzt und sich mit einem hochgewachsenen Mensch mit teils rot und teils blau gemalten Mustern im Gesicht und auf den nackten Armen unterhält, der mit Pelzen bekleidet ihm gegenüber sitzt und offensichtlich
scheinen sie gerade in irgendein ruhiges, aber tiefes Gespräch versunken. Zwischendurch schaut der Dunkelelf kurz hoch, zieht sich die Kapuze ein bisschen weiter nach hinten und mit so leicht zusammengekniffenen Augen lächelt er zu seinem Gesprächspartner rüber, wedelt kurz mit der Hand, in der er ein Messer hält, zuckt mit den Schultern und scheint irgendwie einen Witz zu machen, weil der ihm gegenüber in lautes Gelächter ausbricht und sich auf die Schenkel und die Knie haut. Ich lasse den Spiegel wieder los. Terik noch irgendeinen Wunsch? Zorelka hat sich noch nicht beschwert. Mal gucken, was heute so im Fernsehen läuft. Richtet die Antenne etwas besser aus? Nein, es gibt nichts. Wir könnten nach Mama und Papa gucken. Die kommen schon klar. Ja, ich stimmt auch wieder. Ist schon in Ordnung. Achso, dann nehme ich die Hand wieder weg. Vielleicht in der Stunde nochmal, Driss. Nein. Ich glaube, in einer Stunde werden wir unterwegs sein. Da ist Jorelka. Das glaube ich nicht. Wir wollten gestern schon los. Ja, gut. Dann zählen wir die Hühner durch, klemmen uns den Busch unter den Arm, machen die Mumie wetterfest. Der Eisbär ist instruiert. Ich habe kein Problem mit dem Wetter. Gut. Sagt ihr Relka auch Bescheid, dass ihr fertig seid? Ja, habe ich ja. Sir Relka, wir sind fertig. Ja, endlich. Das ist anstrengend, wisst ihr? Es hat sich gelohnt. Die schwarze Kabine ist ausgebrannt von innen und ich nehme an, ein Gnomenskelett liegt da drin. Es hat ein goldenes Amulett das haben wir gesehen, und ein Ding, das irgendwie aus mehreren ineinandergreifenden Ringen besteht, die um eine schwarze Kugel angeordnet sind, richtig, Yara? So was in der Art, ja. Hätte ich hingucken sollen? Ja. Aber egal. Sagt mir das irgendwas? Nein. Das sagt mir nichts. Das heißt, der Grund, warum wir hingehen sollen, ist vermutlich bereits tot. Aber es ist etwas da, was wir vielleicht haben wollen. Was auch immer er gebaut hat, es scheint in seiner Hand oder an seiner Hand zu liegen. Und in Flammen aufgegangen und hat ihn getötet. Irgendetwas ist in der Hütte in Flammen aufgegangen. Sie wurde nicht von außen angezündet, das ist richtig. Wir sollten es uns auf jeden Fall ansehen. Nun, es ist nicht weit von hier, insofern habt ihr sicherlich recht. Dann auf jeden Fall nach Einsamwald, Huhn 1, Huhn 2, Huhn 3, Huhn 4. Wer hat gesagt, dass wir mitkommen? Meint Ems vor den Hühnern und plustert sich auf. Ach so. Das finde ich jetzt schon ein bisschen übergriffig. Ihr könnt natürlich hingehen, wo ihr wollt. Ihr seid frei, euer kurzes Leben zu genießen, wie ihr wollt. Genauso wie die Wölfe und die Füchse. Wir könnten euch ein schönes Zuhause bieten, wenn wir ab und zu mal Eier kriegen. Ja, und mit einem kleinen Schutzwall drumherum, der euch vor Wölfen und Füchsen schützt. Nicht jedoch vor den Kobolden, die dort wohnen. Und Sinn im Leben findet ihr nur im Schoß der Amanators. Denkt dran, was ich euch gesagt habe. Gut, das klingt nach einem guten Vorschlag. Gut. Also mit einer ganzen Schar, im wahrsten Sinne des Wortes, von Begleitern, zieht ihr von dem Grabmal Richtung Norden. Also wollt ihr jetzt nochmal zurück nach Einsamwald oder direkt zum Fluss? Ihr geht nochmal zurück nach Einsamwald. Na, wir könnten tatsächlich auch erst, wie viele Stunden wäre denn die schwarze Kabine entfernt, damit ich da ungefähr eine Ahnung habe? Wir brauchen noch irgendeinen. Zwei, drei Stunden, je nachdem wie das Gelände ist. Nun, vielleicht sollten wir tatsächlich erst zur schwarzen Kabine und dann zurück nach Einsamwald. Ja, wir brauchen noch irgendeinen Beleg dafür, dass wir den Elch umgebracht haben. Ah, den Kopf sollten wir mitbringen. Ja, aber den wollten wir. Deswegen wollten wir zurück nach Einsamwald, weil der schwer ist. Ja, wir gehen auf jeden Fall. Dafür hatte doch Sir Relka seine Scheibe. Das haben wir schon geklärt. Ja, aber wir wollen das doch nicht mit. Jetzt stellt euch mal vor, in der schwarzen Kabine passiert irgendwas. Dann haben wir wie viele Hühner dabei? Einen Busch? Einen Elchkopf? Findet ihr das nicht ein bisschen unpraktisch? Aber ihr würdet sie mit nach Hause nehmen. Ja. Das ist ja auch nicht. Wir können das alles hier lassen und hier wieder zurückkehren. Okay. Gut, der Eisbär passt drauf auf. So, dann machen wir es so. Was? Sagt der Eisbär. Wir hatten doch geklärt, dass du auf den Spiegel aufpasst, ja? Ja. Ich lege ein paar Sachen neben den Spiegel, passt bitte auch dir auf. Bitte. Was mache ich, wenn jemand kommt?
Mumie Bescheid sagen. Saana meine ich. Ich dachte, Saana kommt mit. Ach, die kommt mit. Ich weiß es nicht. Warum soll sie hier bleiben? Weil die Hühner hier bleiben. Saana, habt ihr denn zu eurer Göttin gebetet? Seid ihr denn jetzt irgendwie noch erhört worden? Sie hat mir keine Gnade gewährt. Ich denke, dass ich im Tod über ihre Gaben hinaus bin. Warum wollt ihr denn erstmal hier bleiben, wenn wir nochmal wiederkommen? Ich habe keinerlei Begehrlichkeit. Ja, gut, dann sollen wir Saana hier lassen, bis wir wiederkommen. Ja. Sie kann uns sowieso nicht helfen im Kampf. Also, sagt das Bärenjunge, wenn jemand kommt, dann sage ich der Mumie Bescheid. Genau. Genau. Und ich darf weiter vom Elch essen. Ja, nur bitte nicht außer den Kopf. In Ordnung. Wir kommen aber in ein paar Stunden wieder. Es wird wahrscheinlich niemand kommen. Ihr müsst nicht der Mumie Bescheid sagen, wenn wir es sind, die wiederkommen, aber es schadet auch nicht. Und alle lassen die Hühner leben. Keine Hühner essen. Ist ja auch noch Elch da. Genau. In Ordnung. Bis später. Bis später. Und nicht die Mumie angreifen. Was ist eine Stunde? Nicht lang. Ist es gerade hell geworden? Nein, es dauert noch ein bisschen, bis die 4 Stunden Mittagshelle kommen. Wir sind wieder da, bevor es wieder dunkel wird. In Ordnung. Also, ihr lasst euren ganzen Schwarm an Begleitern, inklusive des Bärenjungen. Schneeball kommt mit. Nein. Wir sind damit losgelaufen. Dann sind wir im Kreis gelaufen, weil wir nicht wussten, ob wir nach Süden oder nach Norden gehen wollen. Dann haben wir uns beraten, dann sind wir zurück in die Höhle und haben den Leuten gesagt, sie sollen da bleiben, die wir vorher gesagt haben, sie sollen mitkommen. Dann brechen wir nochmal auf. So ist es gelaufen und nicht anders. Also, oder? Nach einigem Hin und Her. Ich würde Schneeball mitnehmen. Du nimmst Schneeball mit. Der wehrt sich nicht, solange man ihn trägt. Ich trage ihn. Der ist immer noch schwer am Verdauen. Okay. Das heißt, auch wenn er schwer ist. Oh Mann. Ja. Es geht dann nach Norden, bis ihr dem Fluss folgen könnt. Und nach ein paar Stunden, die ihr euch durch den Schnee arbeitet. Moment. Zufallsbegegnung. Oh, ist das kalt. Ja. Nach etwa einer halben Stunde. Terik, kannst du mir Schneeball abnehmen? Er ist viel schwerer, als ich dachte. Er muss gestern das Doppelte seines Gewichts gefressen haben. Hast du das gemacht, Schneeball? Ist das ein Problem? Nee, ist nicht. Ich nehme ihn. Danke. Ich lege ihn über die Schultern. Es fängt heftig an zu schneien, während ihr unterwegs seid. Ja. Du. Bis ihr irgendwann kaum noch den einen Fuß vor dem anderen sehen könnt. Und ich halte mich an einem Kleidungstipp von Yara fest, wenn das in Ordnung ist. Ja. Warum? Sir Velka? Ja. Danke, dass sie die Sache mit Düster Erden gemacht hat. Das hat Yara sehr gefreut. Ich habe wirklich nichts damit zu tun, außer dass ich da gestanden habe. Aber ich freue mich, dass ich euch etwas Gutes tun konnte, denn ich muss zugeben, ich war skeptisch, aber aus irgendeinem Grund gibt der Erfolg uns bisher recht. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Zusammenarbeiten scheint es besser zu funktionieren, auch wenn ich noch nicht verstanden habe, warum. Das Schicksal scheint irgendwie auf unserer Seite zu sein. Ganz offenbar. Sprecht ihr, als ein massiv großer Eisbär rechts von euch über eine Schneewehe herübergesprungen kommt und auf seinem Bauch fast fröhlich den Hang heruntergeschlittert kommt mit einem Öl. 20 Schritte vor euch zu stehen kommt, sich einmal heftig schüttelt und den Schnee aus seinem Fell herausschleudert und sich dann in eure Richtung umdreht und fast ein wenig stutzend zu scheint. Das tun wir wohl auch. Ja, ich greife. Gut, dass wir geschlafen haben. Bogen zur Sicherheit. Ist das ein sprechendes Tier oder nicht? Ich kann ihn nicht unterscheiden. Terik kann sich auf jeden Fall mit ihm unterhalten und vielleicht können wir ihm sagen, wo sein Junges ist. Ja, ihr? Ihm? Ich weiß nicht. Ich sehe kaum was in dem Schnee. Aber wir können das so beurteilen. Ist das ein männlicher Eisbär? Ist das ein aggressiver Eisbär? Das ist eine Eisbärin. Eine Eisbärin. Und sie kommt jetzt ein paar Schritte auf euch zu. Dann sage ich Hallo. Und wenn sie nicht reagiert auf die Gemeinsprache, dann würde ich... Sie richtet sich auf ihre Hinterbeine, streckt sich und ihre Schultern gehen auseinander. Ihre Beine werden länger, ihr Kopf verformt sich, bis sie ein Zwischending zwischen Mensch und Eisbär oder vielleicht würdest du eher sagen, ein Goliath und ein Eisbär ist.
sich mit den pranken Händen einmal über das Fell und das Haar fährt. Ah! Ja, ihr seid auch eine Druidin? Nein, nein. Ich bin Oya Minatok. Und was macht ihr verlorenen Kleinen hier im Eis? Ich bin Tirik, das ist meine Schwester Yara. Das ist Jorelka und das ist Artua. Wir suchen die schwarze Hütte. Oh, das ist nicht mehr weit, keine Sorge. Dann habt ihr bald euer Ziel vor Augen. Achte nur darauf, was ihr anrührt hier draußen in der Wildnis. Warum? Schwarzes Eis. Sagt sie mit einer Selbstverständlichkeit, als müsstet ihr wissen, was sie meint. Was ist schwarzes Eis? Was ist das? Chardalin, die Splitter des Turms von Grinchinibon. Es frisst sich in eure Herzen. Mehrere, sie schütteln den Kopf, mehrere der Stämme sind davon inzwischen befallen. Wenn ihr hier draußen in der Wildnis seid, lasst euch davon nicht verderben. Wie verdirbt es einen denn? Oh, es flüstert einem Dinge ein. Kälte, die ins Herz sickert. Es gibt eine ganze Gruppe inzwischen von welchen, die damit befallen sind. Haben sich eingenistet in einer der alten Höhlen, ziehen umher, überfallen die Leute, bringen sie um. Finstere Dinge gehen hier um. Und nicht alle davon. Sind einfach nur groß und fies und haben lange Zähne, so wie ich. Sie leckt einmal mit einer rosa Zunge über ihre tatsächlich ziemlich beeindruckenden Reißzähne. Chardalin, lieber Relka mit 13 auf Arcana, ist ein Material, das sich gleichzeitig wie Eis und wie ein Metall verhält und das nur hier hoch im Norden vorkommt. Du bist ja nicht sicher, was genau seine magischen Eigenschaften sind, weil du bisher noch nichts davon in die Finger bekommen hast, aber es ist ausgesprochen selten und wertvoll. Und es steht im Zusammenhang damit, dass vor 100 Jahren ungefähr, ein Magier mit einem magischen Kristall versucht hat, das Eismental zu beherrschen und auf magischem Wege einen Turm errichtet hat, der gänzlich aus diesem Chardalin bestanden haben soll. Als der Magier gestürzt wurde, ist sein Turm zersplittert. Und die Reste davon sind jetzt Gegenstände, die für viel Geld gehandelt werden, oder Leute malen tatsächlich einfach Bergkristalle schwarz an oder versuchen anderweitig Leute reinzulegen. Ah, es gibt hier Chardalin. Interessant. Irgendwo hier in der Nähe? Das hoffe ich nicht für euch. Nun, ich habe viel gelesen und kenne mich theoretisch mit solchen Dingen aus. Ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, ich bin kein Freund praktischer Magie, aber es ist sicherlich immer wichtig zu wissen, um was es sich dabei genau handelt. Und ich wäre interessiert daran, es zu erforschen, natürlich. Oh, damit fängt es an. Und sie kommt mit mehreren stapfenden Schritten näher. Sie wiegt, würdest du schätzen, ungefähr das 5- bis 6-fache von dir, wenn nicht mehr. Und ihre Schultern sind breit genug, dass man 2 Terix quasi vor sie oder hinter sie stellen könnte. So fängt es an. Und dann kommt die Begehrlichkeit. Wie Yara rum, dass Yara zwischen mir und ihr ist? Immer noch die Hand am Bogen. Was kommt dann? Wir wollen doch hier keine unnötigen Konflikte herbeiführen. Ich verstehe ihr gemahnt zur Vorsicht. Was dann kommt? Ist Begehrlichkeit eine Tieflingsfrau? Ja. Das ist ein Wort. Ah, ich wollte nur sicher gehen, was genau ihr meint. Ha. Ich meinte, dass er hier, und sie stupst mit einer sehr großen Krallenhand, Relka leicht vor die Brust, was ihn ein wenig rückwärts taumeln lässt, vorsichtig sein soll, wohin ihn die Neugier treibt. Also, sie tappt ihm 2-mal auf den Kopf. Seid vorsichtig hier draußen, ihr riecht nicht wie jemand, der aus der Gegend ist. Nein, ich bin immer vorsichtig. Das kann ich nicht für alle hier. Dann wärt ihr nicht hier. Nun, wir sind hier, um das Land von seinem Fluch zu befreien, mittelfristig. Ein gutes Ansinnen. Dann lasse ich euch mal weiterziehen. Darf ich fragen, ihr wart in der Hütte oder an der Hütte? Oh nein, ich weiß nur, dass sie hier ist. Ah. Und was tut ihr so den lieben langen Tag? Ich ziehe umher, ich jage,
Ich beobachte die Stämme, zu denen ich einst gehört habe. Und wenn mir jemand von ihnen vielversprechend erscheint, beiße ich ihn. Das ist ja interessant. Ein erfülltes Leben offenbar. Ich mache einen Schritt zurück. Keine Sorge, ihr erfüllt nicht meine Anforderungen. Oh, puh. Ich kann nicht sagen, dass mich das besonders traurig macht. Ich bin schon ein bisschen beleidigt jetzt. Ihr könnt euch schon vielleicht ein bisschen mehr anstrengen. Sie tappt kurz zu Terik, schnüffelt auch an ihm. Ihr riecht immerhin nach Wildnis. Ich schnüffel an ihr. Sie riecht ein bisschen, ja, nach Fisch, Raubtier, Holzfeuer, Speck. Oh. Klingt eigentlich nicht schlecht. Dann braten wir uns einen Wehrbären. Ist wahrscheinlich kein Eisbärenjunges, oder? Lebt sie genau das Leben, das sich Terik und Yara erwünschen, oder nicht? Dann sollen sie vielleicht, wenn sie ein wenig größer und kräftiger geworden sind, sich noch einmal an mich wenden. Und wenn sie dann würdig sind, dann schenke ich ihnen gerne das Geschenk des Eisbärenbluts. Jetzt aber, lasst euch nicht weiter aufhalten, ihr kleinen Welpen. Ja. Da sie meine Frage offenbar nicht gehört, das frage ich nicht nochmal. Was hast du gefragt? Ob sie ein Eisbärenjunges vermisst, aber ich glaube wahrscheinlich nicht. Deswegen. Und sie schüttelt den Kopf etwas irritiert und nein. Ich bin auch ein Eisbär, aber ich habe keine Jungen. Hm. Wieso? Habt ihr eins gefunden? Ja. Passt auf. Vor allen Dingen auf eure Finger. Mhm. Haben wir vor. Na dann. Sie dreht sich um, ihre Beine werden wieder kürzer, ihr Körper länger, sie sackt nach vorne, wieder auf allen Vieren, schüttelt sich und mit einem Muff springt sie dann in die nächste Schneewehe und rutscht weiter auf dem Bauch den Hang hinunter. Sie hat offenbar keine Schwierigkeiten, Nahrung zu finden. Allzu dünn sah sie mir nicht aus. Das ist aber unhöflich. Ja, ich würde auch gerade sagen, das ist jetzt aber schon ein bisschen... Vielleicht war das einfach nur das Fell. So meinte also ich das gar nicht. Das ist das, was euch aufgefallen ist. Nicht, dass es ein Wesen war, das sich in einen Bären verwandeln kann und umgekehrt. Und davon geredet hat, jemanden zu beißen. Also wir haben gerade einen Wehrbär getroffen. Der Wehrbär hat uns nicht angegriffen, sondern uns ein paar gute Reisetipps gegeben. Mhm. Ja. Ja, seht ihr, so läuft das hier im Norden. Man ist nett zueinander. Sind Wehrbären hier im Allgemeinen so? Und ist das jemand Bekanntes? War auch mein erster Wehrbär. Ja. Ah. Nun, ich werde viel lernen müssen über eure Gegend hier. Wir lernen jeden Tag. Aber wahrscheinlich war sie satt. Ne? Also, ja, sie war was bringt es, wenn sie uns jetzt abschlachtet? Dann muss sie uns alle vier hinter sich herschleifen. Außerdem sind wir ja jetzt nicht wirklich wohl genährt oder so. Ich glaube. Eine meiner Lehrmeisterinnen war ein Wehr-Uhu. Ein was? Ein was? Ein Wehr-Uhu. Was? Eine sehr kluge Frau. Ah. Ja, warum nicht? Ihr seid wirklich alle sehr ungewöhnlich. Sollen wir weitergehen, Terik, Yara? Ja, da lang. Ja. Na gut. Als langsam tatsächlich graues Dämmerlicht sich über die Welt legt, ja, also die Mittagsstunden erreicht habt, könnt ihr vor euch auf einem Hügel und ein bisschen fast eingenistet zwischen einer Reihe von eisüberhauchten Bäumen eine schwarze Hütte ausmachen. Zwei Kamine ragen aus dem leicht schiefen Dach hervor, das sich auch etwas trunken neigt. Das Ganze ist wohl schon etwas älter, die Anlage. Und ihr könnt sehen, dass die Tür einen Hauch offen stellt. So, wo ist diese? Ah, war die Tür nicht ein Stückchen weiter auf in meinem Bild? Ja, das kann durchaus sein, wenn du dir das anschaust. Es geht natürlich auch die ganze Zeit in starker Wind. Ah, okay. Da. Die Tür war ein wenig weiter offen, als wir geschaut haben. Aber es geht auch ein starker Wind. Ich habe nur ein schwarzes Bild. Ja, ich muss wieder das Übliche. Das Licht anschalten. Aber ich sehe es im Stream.
Ah, jetzt, danke. Seht ihr alles? Mhm. Oh, ich würde mich sehr freuen über ein bisschen Windschutz durch feste Wände. Sollen wir hinaufgehen? Wir sind doch deswegen hier, oder? Dass da was von innen in Flammen getaucht hat. Vielleicht sollte erstmal jemand, der sich mit Spuren auskennt, anschauen, was das Zentrum dieses Feuers war oder der Explosion. Bevor wir irgendwo hineingehen und irgendein Gnomen-Ding auslösen. Ja, da gehst du. Ja, ich kann mal schauen, aber ich bin, wie gesagt, Fährten suchen, ja. Ich glaube, Sir Relka redet von Fallen, falls das jemand nicht verstanden hat. Ach so, Fallen. Von allem Möglichen. Ich möchte wissen, warum, was und wo dort etwas explodiert ist. Und gut, ich kann mir einfach mal zumindest anschauen, ob da noch was explodiert. Sekunde, ich decke gleich wieder was auf. Ja. So. Das heißt, Yara wird sich gern der ganzen Anlage nähern. Ich muss mich mal wieder heilen. Ich bin noch halb tot. Ach stimmt, genau, haben wir. Natürlich habt ihr geschlafen. Selbst die Leute, die halbe Nacht in den Spiegel geschaut haben, haben regeneriert. Das war komplett, oder? Was soll das denn heißen? Haben wir komplett regeneriert oder müssen wir was würfeln? Du darfst deine Hitpoints würfeln. Ja. So, ja. So viele Systeme. Also die Sache ist, du würfelst bevor du schlafen gehst, alle deine Hitpoint-Würfel. Und die Würfel bekommst du dann zurück durch Schlafen. Long Rest. Also das wäre eine Short Rest. Eine Long Rest wäre alle wieder da. Wir haben ja schon lange geschlafen, richtig? Ja, ich dachte auch, dass eine Long Rest erstmal ist wieder voll. Ich habe das im Kopf, dass eine Long Rest dir all deine Hit-Dice zurückgibt. Ja, das tut's. Es gibt all die Hit-Dice zurück, weil ich die bei der Short Rest verbrauchen kann, um Hit-Points zu regenerieren. Bei der Short Rest kann ich so viele Hit-Points regenerieren, wie ich Hit-Dice würfeln möchte. Und bei der Long Rest, okay. Dann. Bei der Long Rest kommen alle Hit-Dice wieder, aber auch alle Hit-Points. Haben wir das jetzt jahrelang falsch gemacht, Mike? Ja. Wir auch. Tatsächlich ist es selten ein Thema gewesen. Hm. Aber wir haben so wenig Hitpoints, dass es nicht relevant ist. Das ist eigentlich, ist nicht ganz falsch. Ist aber auch nicht ganz unwichtig, weil bei einer Long Rest kommen die Spells zurück, bei einer Short Rest täten sie das nicht. Ja. Es sei denn, du bist Hexenmeister. Es sei denn. Aber ich bin auf jeden Fall nicht vor die Tür gegangen, bevor ich meine Spells nicht wieder gekriegt habe. Gut. Wir machen uns einfach wieder voll, okay? Weil wir lang genug geschlafen haben. Die Tür hier bei diesem Ding. Die Tür hier, also es gibt zwei. Eine hier und eine hier. Ah, das sind Türen. Gut, okay. Dann und dann gibt es Fenster, wo man auch erstmal reinschauen kann. Und eine ziemlich kaputte Veranda, die ringsum geht. Ich würde einfach gerne mal so die Veranda auf- und abschlumpfen und dabei schon mal gucken. Das hier übrigens ist ein kleines Holzhüttchen mit einer Tür, in die jemand einen Sichelmond hineingesägt hat. Was könnte das sein? Zweifelsohne ein Schrein der Mondgöttin. Genau, da sollte man seine Mondgöttin-Mumie reinstellen, wie wir es schon besprochen hatten. Genau, das ist die Garage für die Mumie. Das ist doch klar. Arthur geht tatsächlich in das kleine Türchen rein. Da drin ist ein Klo. Kurz um und nutzt und das Klo. Und jemand hat auf einem krummen Nagel eine ganze Reihe verschiedenster Zettel aufgespießt, offensichtlich, um als Klopapier zu dienen. Moment, du wolltest gerade aufs Klo gehen? Arthur geht da rein und geht tatsächlich aufs Klo, weil er gestern ziemlich viel Elchfleisch noch gegessen hat, gebratenes. Dann stelle ich mich nicht dahin. Die Zettel an, um zu sehen, ob da irgendwas draufgeschrieben ist. Das sind Konstruktionszeichnungen und Blaupausen. Teilweise durchgekritzelt, aber jemand hat hier quasi seine Forschungsmaterialien gleichzeitig auch als Klopapier benutzt, wenn sie anderweitig nicht mehr wichtig waren. Okay, dann versuche ich herauszufinden, woran dieses Wesen geforscht hat. Während ich da sitze. Auf einem der Zettel, also von den meisten von den Zeichnungen kannst du nicht viel anfangen, aber auf einem steht quasi als Titel der Sommerstern. Sir Relka? Kommt's aus dem Klo? Ja. Arthur, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, könnte in Gefahr sein da drin. Was ist doch, denn? Doch. Ich weiß, woran er geforscht hat. Der Sommerstern. Und das ist euch auf dem Klo eingefallen? Ich will überhaupt nicht wissen, wie es dazu kam. Ich gehe woanders hin. Hier hängt Zettel. Mit irgendwas muss ich mir den Hintern abwischen und du musst entscheiden, mit welchen. Ich weiß nicht, was davon wichtig ist. Oh Gott. Es hätte schlimmer sein können. Er hätte sich schon den Hintern damit abwischen können und es dann gemerkt. Ich gehe hin. Seid ihr wieder angezogen?
Moment, ich stopfe Ihnen die Zettel nach und nach aus dem Halbmond heraus. Ja. Ich möchte kurz darauf hinweisen, was für ein Respekt ich von Maigi da deswegen hatte, dass sie es geschafft hat, zwei Drister Urden Beobachtungsszenen einzubauen, ohne dass er irgendwie kacken war oder was auch immer gerade getan hat. Es war jedes Mal eine würdevolle Szene. Ich werde nicht Drister Urden als Charakter untergraben, indem ich ihn auf dem Klo zeige. An der Stelle möchte ich sagen, wenn uns als Helden irgendwann mal jemand beobachten wird, jetzt zum Beispiel, dann bestehen wir darauf, dass irgendjemand kackt. Gerade in diesem Moment im elfischen Grab sah Nana die Mumie, das Bärenkind und alle anderen stehen um den Spiegel herum. Oh, ach du meine Güte. Aber wie kriegen die das denn hin ohne eine Magierleuchte? Die Mumie kann das. Das kann sie. Die Mumie kann das. Ja. Wenn wir das gestern gewusst hätten. Ja. Ja. Dann hättet ihr trotzdem Relke rausgeschickt. Ja. Normalerweise mache ich mir den Hintern ja mit Wasser sauber, wie andere zivilisierte Menschen, aber seit ich hier in der Kälte bin, lasse ich das lieber. Aber es gibt doch jede Menge Wasser hier. Zusammen. Ja gut, das will ich gar nicht wissen. Das sind übrigens sehr wirre Notationen von magischen Formeln und Materialien und unter meiner Konstruktionszeichnung von etwas, das aus mehreren sich gegeneinander bewegenden gyroskopischen Ringen besteht, wo drüber steht der Sommerstern. Auf Gnomisch, was bekannt ist, soweit ich weiß. Ringe. Hat der Gegenstand, der in der Hand hatte, nicht auch so Ringe? Das wurde dir berichtet, ja. Aha. Das scheint dann, doch, das finde ich interessant. Dann würde ich versuchen, das besser zu verstehen. Sir Relka, mein Hintern wird kalt. Könntest du die, du nicht mehr brauchst, schon mal reinreichen? Ich nehme alle von denen. Ich werfe dir irgendein Stück Stoff, ein teures Seidentaschentuch. Nein. Hättest du noch eins? Oder wenigstens... Ihr seid doch Magier, ihr könnt doch sowas aus dem Hut ziehen, oder? Ja. Tatsächlich habe ich Prestidigitation und damit kann ich ja Dinge reinigen und das tue ich dann auch. Damit kann man Dinge reinigen oder ist das nur die Illusion des Reinigens von Dingen? Naja, ich glaube, es ist tatsächlich reinigen. Das ist der allgemeine Zaubertrick. Mhm. Ja, also dann mache ich das tatsächlich, dann mache ich mir mehrmals den Hintern mit dem Ding sauber und wende mehrmals Prestidigitation an, um das wieder sauber zu kriegen. Aber wenn ihr das könnt und das seit eures ganzes Leben schon macht, wieso könnt ihr dann nicht einfach euren Hintern mit diesem Zauberspruch reinigen? It's Weil ich damit nur Gegenstände sauber bekomme und darauf bin ich noch nicht gekommen, ehrlich gesagt. Yara, was machst du, während die gerade eine Versammlung am Klohäuschen geht? Ich bin sehr froh, dass ich nicht mitbekomme, wer da wie sein Geschäft verrichtet und sich womit wo abwischt. Ich schaue mir unterdessen die Spuren an, die sich rund um diese Hütte hoffentlich angesammelt haben, auf die wahrscheinlich draufgeschneit hat oder Schlimmeres. Aber ich würde gerne mal gucken, ob es irgendwelche Spuren gibt, die davon wegführen oder... Wirf mal auf Survival. Wie die Zerstörung auch generell ist. Oh, was war das? Ich habe einen Stift hochgehoben, dann habe ich ihn fallen lassen, habe ich versucht, ihn wieder aufzufangen, weil er mir aus den Fingern gefallen ist und habe dabei auf den Tisch gehauen. Das ist passiert. Okay, cool. Das Einzige, was du findest, sind ein paar Stiefelabdrücke von jemand relativ Kleinem, die in etwas, was vermutlich mal halb geschmolzener Schlamm waren, eingetreten sind und jetzt knallhart gefroren sind. Die sind... Auf einer Linie, würdest du sagen, zwischen dieser Eingangstür, Moment, falsches, diese Eingangstür und dem Klohäuschen. Und sie sind von der Größe her für einen Halbling oder vielleicht für einen Gnomen passend. Und die gehen zur Hütte oder von der Hütte weg? Oder du beides? Siehst sowohl welche, die hingehen, als auch ein paar, die zurückkommen. Gut. Irgendetwas muss hier für einen Moment den Boden angetaut haben, dann sind die Fußabdrücke drin gelandet und dann ist es wieder alles eisig eingefroren. Aber jemand war wohl lang genug hier, um regelmäßig das Klo zu besuchen. Das ist wahrscheinlich. Die Sachen, da liegen ja so Trümmer drum. Die sind aus dem Haus quasi rausgeflogen, vom Haus abgefallen. Wie gestaltet sich das?
Nochmal, was ist vom Haus abgefallen? Diese Trümmer, die auf der Karte. Diese Trümmer, ja. Genau. Die sind größtenteils, das sind einfach Teile. Hier ist eine Veranda und aus der sind einfach tatsächlich einzelne Bretter rausgebrochen und halb verweht worden. Das Dach, würdest du sagen, ist größtenteils noch dicht. Du siehst nur ein, zwei Holzschindeln, die an ein paar Stellen fehlen. Aber das kann auch nichts wirklich Schlimmes bedeuten. Ja, ich frage mich einfach, ob da was in dem Haus, was explodiert ist, was irgendwie nach Sachen nach außen geschleudert hätte oder ob das einfach Zeug ist, was halt irgendwie abgefallen ist mit der Zeit. Ja, die Tür, die ja so ein bisschen offen steht, die ist von innen auf jeden Fall angekohlt. Irgendetwas da drin, würdest du sagen, hat gebrannt oder ist explodiert. Gut. Dann würde ich mal durch das Fenster, und zwar sagen wir doch mal ein Fenster hier vielleicht, reinlinsen, wenn ich das kann. Mhm. Und du siehst hier im Raum eine kleine, verkohlte, größtenteils skelettierte Leiche liegen. Daneben auf einem Tisch nur noch die letzten Überreste eines Buchs, wo goldene Lettern ineinander geschmolzen sind und die meisten Seiten einfach zu Asche zerfallen sind. Mhm. Gut. Sehe ich dieses Ding, was wir gesehen haben? Dieses metallene Ringding? Neben der ausgestreckten Hand von der Leiche liegt ein Gegenstand, der aus mehreren ineinander verschachtelten Metallringen besteht. Ja. Kenne ich irgendein Tier, das hier in der Gegend heimisch ist, was normalerweise so am unteren Ende der Nahrungskette ist und gerne von anderen Kreaturen gefressen wird? Mhm. Schneehasen, Eichhörnchen? Ja, irgendwas, was ein charakteristisches Geräusch macht, das ich nachmachen könnte. Sind Schneehasen tatsächlich nicht die besten Flüher, aber Eichhörnchen machen so ein... Ja, gut, dann würde ich dieses Geräusch mal versuchen, nach bestem Wissen zu imitieren, um eventuell sich hier in diesem Haus einnistende Jäger vielleicht rauszulocken, wenn meine schreienden Kollegen auf dem Klo sie nur nicht vertrieben haben. Das tust du und du hörst nichts aus dem Raum, in den du hineinschaust, sondern von dem anderen, der hier rechts vorne ist. Daraus hörst du ein Klappern und ein Krusteln. Wenn du dich in Richtung umschaust, siehst du tatsächlich ein sehr überrascht reinschauendes Eichhörnchen in der Fensternische stehen und rausspähen. Oh, Terek! 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 Ja? Terek, Eichhörnchen. Ich war abgelenkt von dem Klo-Gespräch, was? Eichhörnchen. Was ist mit Eichhörnchen? Ja, da sitzt der Eichhörnchen im Fenster. Kannst du vielleicht mit dem mal hier... Ach so. Hier. Okay, dann wirke ich mit Tieren sprechen und sage... Hey, Eichhörnchen! Hey! Alles klar? Ja? Was ist hier passiert, Eichhörnchen? Der Gnomendings da hat hier was gebaut und damit rumgespielt und dann ist es sehr heiß geworden und hat ihn verbrannt. Das war alles? Ja, und außerdem hat schwarzer Fleck am rechten Ohr mehr oder weniger alle meine Vorräte gestohlen und wir müssen das noch untereinander klären. Ich denke, ich werde ihm ein Auge dafür ausbeißen müssen. Das klingt angemessen. Kann man irgendwas für dich tun? Nüsse? Ich wühle in meinen Taschen und wenn ich dann Nüsse finde, würde ich mir welche hinschmeißen. Ja. Mehr? Immer. Du siehst mehrere andere Eichhörnchen in dem Raum drin aus einem Buchregal im Hintergrund herabgehüpft kommen, in dem sie offensichtlich die Bücher zerfetzt und zu einem Nest gebaut haben und sich neugierig der Fensterbank nähern. Hey. Dem Rest ist es nur, Terek unterhält sich mit fiependen und zwitschernden Lauten mit einem kleinen Trupp Eichhörnchen. Ach, kann ich mich mit dem ganzen Trupp unterhalten, nicht nur mit einem einzigen Tier? Ich weiß gar nicht, wie das im Detail funktioniert. Ich würde sagen, in dem Fall funktioniert das mit dem ganzen Schwarm. Dann würde ich das Schwarmwesen Eichhörnchen komplett befragen, ob die anderen noch irgendwas gesehen haben. Und sie mit Nüssen herlocken. Gerade vor allem die buchschändenden Eichhörnchen würde ich gern befragen. Ja, die hoppen. Was gibt's also? Was ist das Problem? Was macht der eigentlich da die ganze Zeit in dem stinkenden Häuschen? Der macht, dass es da weiter stinkt, weil das gehört so. Ja, toll, ihr seid echt komisch, ihr Menschen und Elfen und anderes Zeugs. Ja, wir sind schon ein bisschen eklig. Wisst ihr mehr, was hier passiert ist, außer dass es hier sehr heiß wurde und der Gnom verbrannt ist? Waren hier andere Leute, die wie wir? Nein, er war allein. Mhm.
Er war allein hier und er hat immer nur mit sich selber geredet. Also wenn jemand anders hier war, dann muss die Person unsichtbar gewesen sein und sie hat auch nie geantwortet. Das heißt, er war einfach dumm und ist deswegen gestorben. Ja. Ich teile das alles mit Yara. Gut, dann sollten wir einfach mal schauen. Ich gehe davon aus, dass wir das auch mit. Ja, ihr hört das auch. Ja. Sereika. Sereika, da ist ein Buch auf dem Tisch in diesem großen Raum. Das sieht so aus, als sei es kürzlich benutzt worden. Allerdings sieht das auch so aus, als sei es größtenteils verkohlt. Ich habe die Befürchtung, wenn jemand das anhustet oder auch nur anfasst, zerfällt es endgültig zu Asche. Oh, das mache ich. Und nein, nein! Und vielleicht solltet ihr könnt dafür sorgen, dass diese Tiere diese Bücher da nicht länger schänden. Ja, ich lenke sie weiter mindestens ab. Das Buch ist in einem anderen Raum. Aber vielleicht solltet ihr euch das als erstes angucken, für den Fall, dass jemand von uns niesen muss oder so, weil dann war's das. Ihr wollt, dass ich alleine zuerst in den Raum reingehe? Nein, ich werde natürlich mit euch in diesen Raum gehen. Ah, gut. Ich sehe den Raum tatsächlich nicht. Also ich meine... Da, wo ich stehe. Ja, ist mir schon bewusst, aber da ist schwarz. Ich erhelle euch. Ist ein Fenster und können wir durchs Fenster rein ohne Probleme? Oder du kannst auch durch das Fenster reinsteigen, ja. Ja, das sieht doch sehr überschaubar aus. Okay, ich glaube, dann also, würde ich durchs Fenster durch reingehen und würde die Tür aufmachen für Sereika von innen. Die Tür ist doch schon auf, dachte ich. Ist sie? Doch egal, Hauptsache du bist durchs Fenster. Ja, sie steht ein bisschen offen tatsächlich. Gut, also dann gehen wir rein. Und guck mal, erstmal vorsichtig, Moment, wenn es hier gebrannt hat und Holz, erstmal gucken, ob der Boden noch hält. Wir sind doch, wenn ich das richtig sehe, da geht es irgendwie nach unten, oder? Die Hütte ist wahrscheinlich also auf Zählen gebaut, damit sie nicht auf dem kalten Boden unter euren Füßen knacken und knirschen die geschwärzten Dielen und dann macht jeder von euch bitte mal einen Rettungswurf auf Geschicklichkeit. Na, vielen Dank. Ich sag noch... Da würde ich doch direkt eine Inspiration für einsetzen, weil ich möchte nicht so weit runterfallen. Mhm. Ja, besser. Yay. Das heißt, Ivy schafft es. Ivy schafft es. Es gibt noch einen Reroll aus dem Chat, Nico, falls du die 4 noch ersetzen willst. Nö. Das heißt, ihr hängt auf einmal, nachdem der Boden unter euren Füßen nachgibt und für einen Moment eurer Magen von unten gegen euren Gaumen zu schlagen scheint und ihr panisch um euch greift, an herausstechenden und stehenden Holzteilen. Ich nehme an, dass Arthur von draußen nur panische Schreie hört. Und ihr seht, dass das Haus zur Hälfte über einem tiefen, klaffenden Abgrund gebaut war, in den Terik gerade hineinstürzt. Terik! Baut sein Haus über einen Abgrund. Wie tief ist das? Und baut dann den Abort nicht in das Haus. Ja, genau. Das Klo nicht, aber den Rest schon. Wie tief ist das? Oh, so tief! Das war mir nicht bewusst, als ich sagte, ich nehme den Reroll nicht. Ich dachte halt, ich falle in den Keller. Der Keller ist mehrere Stockwerke tiefer. Das war's für Tierkick. Terik spürt für einen Moment einen unglaublichen Druck und einen Schmerz, der ihm einmal durch den ganzen Körper fährt. Und dann öffnet er die Augen und hat keine Schmerzen, fühlt sich irgendwie schwerelos. Und vor ihm steht ein nervös aussehender Gnom und sagt, oh, ah, Gnal sei Dank. Welt. Und ich schätze, damit werden wir es auch für heute beenden. Das glaube ich auch. Okay. Ich dachte mir. Mir wurde gesagt, ich soll einfach die Regeln so auslegen, wie sie da stehen. Aber es passiert, in der Hütte passiert es seltsame Dinge, wenn man dort stirbt. Das ist sehr Pratchett-esque gerade. Also ist ausgesprochen Pratchett-esque. Ich finde aber auch eine Black Cabin, in der komische Visionen und Leute und Dinge mit dem Jenseits geschehen, ist irgendwie, ganz ehrlich, aber auch eine Anspielung an Twin Peaks. Wir haben zu viel für Twin Peaks recherchiert, für Peakwood Bay zuletzt, ja. Ja,
Es wird darüber diskutiert, ob das noch ein Cliffhanger ist oder ob wir da schon einen weiten, großen Schritt voraus sind von dem Cliffhanger aus. Arthur ist der Einzige, der nicht reingelaufen ist auf den durchgebrannten, kaputten Boden. Und, deswegen, und warum? Weil er auf Toilette war. Weil er das auf hat Toilette. Ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Arthur kommt gerade mit so einem kleinen Seidentüchlein genau. in der Hand raus. Vielen Dank, Reika. Ja, Reika, Reika. Willst du dein Seidentuch wieder haben? Ah! Willst du damit sagen, wenn ich auf Klo gewesen wäre, wäre ich nicht durch den Boden gebrochen? Ja. Ja. Weil ich abgenommen hätte vorher? Weil du noch nicht mitgegangen wärst vielleicht. Hm. Ich lese währenddessen die ganze Zeit die Texte parallel, weil ich kann nicht alles hundertprozentig irgendwie die ganze Zeit im Kopf behalten. Parat haben. Und dann so, Moment, der Boden genau in dem Bereich ist brüchig, wenn 150 Pfund drauf... Jetzt stehen sie da zu dritt drauf. Dann müssen wir uns jetzt überlegen, wer in der nächsten Runde vielleicht als Gastspieler Sana spielt oder einen völlig neuen Charakter, denn ich glaube nicht, dass Terek nächstes Mal dabei sein wird. So wie ich das jetzt ja, hier einschätze. Ist ja offenbar erstmal ein Geist. Und das heißt ja, da er gerade vor dem Gnom steht, denke ich, dass er zumindest noch einen rollenspielerischen Anteil an der nächsten Runde haben wird. Ich erinnere mich noch an das letzte Mal, als warst das nicht auch du im Geist warst? Nein, nein, das war David. Das war Arthur, der ja, welche Dinge in den Schnee gekratzt hat und allerlei Sachen gemacht hat? Genau. Ja. Also, ich würde sagen, das klären wir dann zwischen den Sessions. Mhm. Und finden raus, wann es weitergeht. Wir können aber selbstverständlich, wenn du möchtest, die Zeit auch zurückdrehen und dann kannst du den Reroll noch benutzen. Nein, nein, sowas machen wir nicht. Das ist ja schade. Ich finde das slapstick-mäßig eine sehr, sehr gute Szene. Gut. Sehr slap, ja. Ja, also sehr unnötig. Sehr unwürdig, aber okay. Aber also zum Beispiel was ich sehr typisch für D&D finde, ja, du keine Ahnung, machst einfach irgendwas und dann plötzlich bricht der Boden unter dir weg. Ja, oder D&D ist ein Sierra Adventure. Oder irgendwas fällt auf dich herunter, ja. Was groß und schwer ist. Sehr schön, dass wir tatsächlich, also zumindest ihr vorsichtig vorgegangen seid, während ich zu tun hatte und wirklich gedacht habe, da könnten Fallen sein, wir gucken vorsichtig, wir reden erst mit dem Eichhörnchen. Was wir nicht bemerkt haben, ist, dass diese blöde Hütte über einem gigantischen Abgrund gebaut ist. Ja, dabei hätte man es aus der Grafik ablesen können. Das ich war ja in dem Moment, wo es passiert ist, habe ich gerade gedacht, die Hütte steht über einem Abgrund, der Boden ist verbrannt, vielleicht sollten wir da mal aufpassen. Und das habe ich aber, ich habe vorher die ganze Zeit beim Hingucken gedacht, das sind Bäume sozusagen, die also ich habe die Richtung des unten nicht verstanden. Genau, ja. Ich dachte ja, auch, ja. Das ist tatsächlich ein Problem dieser Karte. Ja, ich dachte insofern, auch, das sind keine Bäume. Ich dachte, wenn ich keine Anhöhe sind, es sind dann Bäume, aber die sind halt mehrere unten. Stockwerke unter euch, die Bäume. Ja, ich verstehe. Also die Klippe, da ist eine Klippe, aber ich dachte, die stehen auf einem Abhang, also etwas höher als wir sozusagen. Na, wobei ja schon klar war, das wurde ja schon gesagt, das ist auf einer Anhöhe gebaut, das Haus, ja. Also das passt schon. Aber Anhöhe und darunter ist ein gehender Abgrund, ich weiß nicht, also ich finde, das ist ein Unterschied. Aber das ist ja kein Problem. Ich bin sicher, es wird sich alles zum Guten wenden. Also ich sag einfach nur mal Folgendes, möglichst spoilerfrei, dass in diesem Teil des Kapitels unter anderem der Satz steht, falls alle Mitglieder der Gruppe tot sind, verfallen sie nicht in Panik, mehr oder weniger. Falls alle tot sind? Okay, dann wird es zu sein als gedacht. Es heißt ja, never split the party. Vielleicht sollten wir einfach hinterher springen. Weißt du. Okay, das überlegt ihr euch bis zum nächsten Mal. Du sollst ja nicht in Panik verfallen. Das überlegen wir uns bis zum nächsten Mal, ja. Okay. Dann bleibt jetzt noch die Entscheidung, wen raiden wir? Und das kann Nico sich immer anschauen, wer gerade in Frage kommt, während ich kurz drüber rede, was noch alles passiert. Morgen streamen wir hier ein kleines Event. Wir sind eingeladen worden, um uns bei dem Crossover für D&D und Magic the Gathering mit ein paar anderen Leuten online zusammenzutun und Kartenjagen zu gehen. In einem Tool, was im Endeffekt aussieht, als würden wir in einem JRPG in Pixel-Look durch die Gegend laufen als kleine Heldentruppe. Das passiert hier morgen. Am Mittwoch spielen wir die 7 Gezeichneten weiter. Und am Donnerstag sind wir wieder mit Worldbuilding dran. Und was ist am Freitag, Nico? Nix. Dafür bin ich am Samstag woanders zu Gast und spiele dann Numenera beim Steffen Jeeva. Das ist zumindest der Plan. Das ist die Woche. Ich bedanke mich für das Mitspielen, Nico, Ivi, David und Jan. Es war wieder eine bemerkenswerte Mischung aus... Es war gar nicht so viel Mischung. Das meiste war kurioser Nonsens. Ja, heute kamen wir echt gut voran. Ja, ich würde auch sagen, wir haben ordentlich was weggeschafft.
Ihr seid von einem Location zur nächsten gereist. Ja, ich hätte ja gedacht, dass wir in der anderen Karte bleiben bis zum Ende der Session. Ja. Und ihr seid Oya Minatok begegnet, die ich als Zufallsbegegnung für euch ausgewürfelt habe. Die OG-Bärengestaltwandlerin des Nordens. Und dann gucken wir mal, was nächstes Mal hier passieren wird. Ich bin sehr gespannt, was in der schwarzen Kabine passiert. Ja. Was ist in der Kabine? Ja, was in der schwarzen Hütte geschieht, bleibt in der schwarzen Hütte. Von einer Kabine kabauts, ist doch klar. Ja. Was in der schwarzen Hütte passiert oder sechs Stockwerke unter der schwarzen Hütte bleibt. Ja, was mich übrigens sehr an die schwarze Mühle und damit an Krabbert erinnert, aber natürlich haben sich die Autoren nicht davon beeinflussen lassen, weil das ist ja ein deutscher Roman und den gibt es wahrscheinlich. Ist der übersetzt worden ins Englische Krabbert bestimmt, oder? Ja, das weiß ich nicht. Aber es gibt einen eklatanten Mangel an Raben und Zauberern. Gab ja auch einen Film. Aber es gibt eine schwarze Kabine, also eine schwarze Mühle. Es gibt eine Black Cabin, aber ich glaube tatsächlich, dass das, wenn dann eher entlehnt ist aus Twin Peaks. Okay. Die Black Cabin, wo Geister sich sammeln. Ja, oder aus einer Folklore, die wir nicht so gut kennen. Ne? Genau. Twin Peaks wird ja auch irgendwelche Vorbilder haben in nordamerikanischen. Die schwarze Wahlkabine. Schlägt der Chat vor. Gut. Dann rate ich auch mal einfach D&D, weil die spielen gerade Candlekeep. Na dann. Oh, Candlekeep. Dann werfen wir sie rüber und ich drücke hier auf den Knopf. Und beende den Stream. Tschüss. Und vor allem bis Mittwoch. Mittwoch wird spannend. Bis Mittwoch. Bis dann.